Und damit herzlich willkommen zu Eintracht Lebenslang Folge 66. Mein Name ist Tobi und heute mit mir dabei der Kevin. Hallo. Hallo. Der Martin, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Du hast ja schon Bart, deswegen, wenn du bald so ein Zwirbelbart noch hast, weißt du? Nee, ich hab mich vorgestern mal ein bisschen den Bart rasiert, so. Also, ging schon in die Richtung nach unten, dass man diesen Zwirbelbart machen könnte, tatsächlich. Aber das habe ich jetzt erstmal wieder abrasiert, also, muss ich dich erstmal enttäuschen. Ist gerade erst verändert worden. Sehr gut. Und der Jussi ist auch da, hallo. Moin, moin. Ja, vielleicht vorweg, wir können es ja nochmal erwähnen, das hier ist ein Format von Fans für Fans. Also wer jetzt hier irgendwelche redaktionelle Arbeit im Hintergrund erwartet, der ist ja leider falsch. Also das ist hier wirklich unsere subjektive Meinung. Falls das letzte Woche eventuell falsch rübergekommen sein sollte bei unserer Besprechung des Flyers, der Ultras und der Antwort der Eintracht, das ist hier unsere Meinung und wir sind ja auch nicht zur Neutralität verpflichtet. Wenn ihr Neutralität haben wollt, haha, dann könnt ihr die Artikel der Braunschweiger Zeitung lesen. So, wir haften nur für uns selbst und für den Fußballgott. Sonst, richtig. Ja, kommen wir zu dem Spiel vom letzten Sonntag gegen den SV Sandhausen. Wie Thorsten Kunde es mehrfach in der Übertragung gesagt hat, ehrlicher Zweitliga-Fußball. Es ist für die einen, für die anderen ist es halt wirklich ein sehr schwer anzuguckendes Fußballspiel gewesen. Ich glaube, das wäre höchstens ehrlicher Drittliga-Fußball gewesen, wenn man das die erste hat, eigentlich generell, ja. Oh ja. Ich glaube, Thorsten Kunde ist. Das sind Drittligisten, die versuchen, Zweitligisten zu sein. Ja, eben, deswegen ist es kein ehrlicher Zweitliga-Fußball. Ach du Jemine, was war das bitte für ein Spiel, ey? Ja, es war nicht gut. Ich hatte ja immer mal auf Twitter geschrieben, dass wir gegen Nürnberg jetzt schon beide Mannschaften nicht so gut gespielt haben und beide schon eher schwach waren, aber jetzt waren beide Mannschaften schlecht. Also Passquote beide um die 60%. Das ist schon ganz schön schlecht. Also, ja. Und ich glaube, man braucht nicht mal auf irgendwelche Daten gucken oder irgendwas genaueres über Fußball wissen, wenn man das Spiel sieht, dann ist einem aufgefallen, dass das von beiden Mannschaften schlecht war. Irgendwie, ja. Man braucht sich alleine angucken, wie die Chancen entstanden sind, die alle gefallen sind. Also alle Chancen eigentlich. In dieser bei diesem Flankending da von Esswein, da habe ich total erschrocken. Da habe ich direkt, dass es an den Pfosten geht. Ich glaube, das war auch wirklich nicht geplant und nee. Ich glaube, das war so eine Szene, die sieht dann gefährlicher aus, als sie ist, weil aus dem Winkel, so mit dem Ball vom Tor wegdrehen, eigentlich so zu flanken, dass er dann noch so reingeht, ist nochmal krass unwahrscheinlicher, obwohl es nur ein paar Zentimeter wären, rein physikalisch, glaube ich, aber wirklich, ich war sehr überrascht. Ich dachte, er geht in Seiten aus irgendwie. Ja, einmal klatscher gefossen. Ja, ich fand der andere Aluminiumtreffer war nach der Standardsituation war also da habe ich den Ball schon drin gesehen, das hat mich mehr und zwar da meinte ich glaube Dominik Wiedra auch bei Eintracht im Team zu, Standardsituation kann man nicht immer verteidigen, bla, aber na ein bisschen schon und irgendwie wenn der gegnerische Spieler da dann irgendwie den Ball am 5-Meter-Raum am Fuß hat und dann gegen Pfosten kriegt irgendwie oder zumindest im Getümmel, ist ja schon irgendwie suboptimal, ne? Kann man vielleicht schon was gegen tun. Kannst du zumindest ein bisschen versuchen. Das Krasse war ja, eigentlich hatte ja Sandhausen de facto keinen Schuss aufs Tor. Also Fesis musste nicht einmal parieren. Dafür hatten sie aber zwei Pfostenschüsse. Das ist so ein bisschen jetzt so, wo man nicht so richtig sagen kann, war es jetzt eine gute Abwehrleistung oder war es jetzt eine schlechte Abwehrleistung. Das ist ein bisschen so. Wenn wir jetzt ersten Pfostentreffer noch ein bisschen ausklammert, weil das war ja jetzt nicht unbedingt. Naja, es war eine abgerutschte Flanke, so ein Zufallsding halt, ne? Das ist vielleicht was man schwer verteidigen kann, wenn der Ball dann so komisch aufs Tor geht. Ne, aber das zweite Ding, ja. Also, ich weiß jetzt auch nicht so, dass uns dieser Torhüter für allzu große Aufgaben gestellt haben, da zu verteidigen. Es gab bestimmt schon Mannschaften, die uns das ein bisschen schwerer gemacht haben, zu Null zu bleiben, Die sind ja auch mit 2 gegen 1 da kurz vor Schluss aufs Tor gelaufen und haben den Ball gar nicht aufs Tor gebracht. Ja. Das ist offensichtlich nicht so gefährlich. Nachdem vorher Groß und Kammerbauer einen
kleines wenig Verständigungsschwierigkeiten hatten und irgendwie beide zum Ball und nicht zum Ball gegangen sind. Sonst ist halt ich fand, nicht viel ich passiert. Fand aber, was zum Beispiel auch das Spiel also besser gemacht hat, als das, oder was man in Nürnberg nicht gesehen hat, aber jetzt gegen Sandhausen schon, hatten schon immer mal wieder so feine technische Szenen dabei. So gerade G und Kaufmann haben schon ein paar Mal richtig geil den Ball irgendwie angenommen oder mitgenommen. Also einmal wird G mit dem Rücken, also irgendwie einen langen Ball, dann Abstoß mit dem Rücken zum gegnerischen Tor in der ersten Halbzeit auch dann irgendwie zu Proschwitz weiterleitet, so quasi mit dem, also der Ball fällt ihm auf den Fuß, er dreht sich und leitet ihn so auf Proschwitz weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt, das war richtig, richtig nice. Und Kaufmann auch ein paar Mal, also wir haben uns so viel darüber beschwert über also das fußballerische Niveau, was ja auch wirklich meiste Zeit echt also einfach Kämpfe und Gebolze und Gebeiße. Aber zwischendurch hatten die technisch besseren Spieler gerade von Eintracht dann schon mal irgendwie so kleine Bonbons parat. Ich glaube, bezeichnend war da auch eine Szene von Bär. Ich weiß nicht, in der ersten Halbzeit war das, glaube ich, wo er wirklich ganz herausragenden Ball annimmt und dann irgendwie einen 2 Meter Fehlpass spielt. Ja, schon. Ja, das war so typisch. Ja, das war halt, recht, also immer wenn ich gerade dachte, ach, das war jetzt, oh, ich konnte gar nicht den Gedanken zu Ende denken, dann ist schon wieder was passiert, gerade hier Fabio Kaufmann, der da sich immer wieder gute Situationen gebracht hat, aber dann halt entweder sehr schlecht geschossen hat oder sehr schlecht geflankt hat, bis auf die eine Szene, wo er einigermaßen gut aufs Tor geschossen hat, wo der Torhüter parieren musste, also sonst ja, war das dann irgendwie doch ungefährlicher, als es hätte sein können. Du weißt bei Fabio Kaufmann immer ganz genau, wo der Ball hinkommt. Also wenn er probiert zu flanken, wird er abgeblockt, weil es meistens flach ist. Und wenn er probiert, so einen Schuss oder einen Scharf reinzubringen, dann geht er immer am langen Pfosten kurz vorbei. Das ist immer so, das ist kein richtig, also weder ein Schuss noch ein Pass. Das ist immer so ein Mittelding irgendwie, der Ball ist weg. Das Positivste an der ersten Halbzeit war eigentlich wirklich die Schiedsrichterleistung, die dafür gesorgt hat, dass Sandhausen 3 5. gelbe Karten bekommen hat. Das war so, ja. Und die Entscheidung, da nicht Elfmeter zu geben, als Yasi da so ein bisschen an der Hüfte von dem Sandhauser gestreichelt hat, möchte ich mal sagen. Also da hätte der ein oder andere hätte vielleicht auch Elfmeter gegeben bei der Szene, weil er ihn doch eindeutig behindert am Torschuss. Also es war ein Kontakt da, aber erst ist auch nicht jeder Kontakt Elfmeter immer. Und wenn so ein Stürmer halt auch gar nicht meckert, dann wird er davon auch nicht beeinträchtigt worden sein, im größeren Maße. Weil das sind ja Profifußballer und die werden das merken, dass sie einen Kontakt gespürt haben. Und man weiß ja aus vielen, vielen Fußballspielen, wenn Profifußballer durch einen Kontakt gestört werden, dann kriegt man das meistens sehr deutlich mit durch bestimmte Äußerungen oder Gesten. Ja, das hat mich auch gewundert, weil es eigentlich sonst recht häufig Gebrauch gemacht wurde in diesem Spiel. Das Spiel war ja andauernd unterbrochen wegen irgendwelcher Nicklichkeiten oder weil er ich kann mir vorstellen, dass der Kontakt schlimmer aussah, als er da wirklich war. Also, hat ihn halt berührt, ne? Hätte man sich nicht unbedingt beschweren können, hätte der Elfmeter gepfiffen. Ja, bestimmt, also, es war mehr Meter als für das, was Schlüter damals im Meter bekommen hat. Ja. Aber hat er halt nicht. Dann war es auch meiner Meinung nach keine klare Fehlentscheidung, ist dann halt einfach. Nö, ist eine Kann-Entscheidung, hätte sein können, aber. Hätte auch reinmachen können. Hat er auch nicht. Apropos Kaufmann nochmal, da habe ich eine spannende Statistik dazu. Ratet mal, wie viel Schüsse er diese Saison schon abgefeuert hat. Oh. Das vermutlich viele. 40. Ich glaube, er hat wahrscheinlich erstmal jedes Spiel gespielt, oder? Und, nicht ganz. Ab und zu war er ja auch ein Wechselspieler, oder? Aber er wird trotzdem über 20 Spiele da gemacht. Und, ich hätte schon gesagt, wenn du im Schnitt von 2 Schüssen pro Spiel wärst, schon viel, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, wenn du extra fragst, 55? Nee, so viel sind es nicht. Also es sind 27. Da hätte ich auch krass hohe Zahl. Ja. Aber davon sind die 44% sind aufs Tor gegangen. Das hört sich auf ersten Schritt ja eigentlich ganz gut okay aus. Okay, 27 Schüsse, 44% davon aufs Tor. Aber das interessanteste Wert ist, kommt jetzt, nämlich sein Expected Goals Wert ist immer noch nur 1,94 insgesamt.
für die, für 27, also das sagt alles, weil man ja immer, was Tobi auch gerade sagte, schießt immer so aus einem spitzen Winkel oder so. Und zum Beispiel jetzt gegen Sandhausen hat er zweimal geschossen, einmal so aufs Tor und das hat dann Expected Goals Wert von 0,05 insgesamt. Hat er nicht dreimal geschossen gegen Sandhausen? Drei Abschlüsse gehabt. Der 0-5 kann sein, also Weißgott hat nur zwei. War das der aus der ersten Halbzeit, den er neben, aber der zählt ja nicht, der ist ja neben das Tor gegangen, oder? Der war bestimmt das in der zweiten Halbzeit, wo er aufs lange Eck geschossen hat, der Torhüter ihn weggehauen hat. Der war eigentlich auch ganz im Strafraum recht zentral. Also nicht super zentral, aber für Kaufmann halt zentral. Für Kaufmann zentral, nicht auf Grundlinie. Da ist er so von außen in die Mitte gezogen tatsächlich und hat dann ja so aufs lange Eck gezogen. Ja. Das war der Szene, also eine Phase, wo wir eigentlich jetzt ein paar Halbchancen hatten. Ich fand auch die Position, die er in der ersten, von wo er in der ersten Halbzeit geschossen hatte, als er da am 16er, am 5er-Eck ungefähr irgendwo war. Die Position fand ich gar nicht so schlecht, aber der Abschluss war halt scheiße. Es war halt, ja, das kurze Eck, einen Meter neben den Pfosten ungefähr. Ja, aber das ist eine Geschmackssache, also für mich ist es immer noch ein bisschen zu überhastet, also es ist nicht so häufig, dass wir in den Strafraum reinkommen und dann gerade zum Schuss auch noch kommen und da ist einfach die Frage, okay, man kann es versuchen, aber also wir haben immer noch das Problem mit der ganzen Mannschaft, was wir schon die ganze Saison hatten, wir haben einfach zu viele Schüsse von zu weit weg, zu spitzen Winkel. Und da ist manchmal die Frage, ob da nicht mal noch ein Querpass oder so im Strafraum vielleicht noch dann vielleicht die bessere Variante wäre. Also das ist immer, aber das ist nur eine Geschmackssache und auch vermutlich so ein, ja, ich würde mal sagen, das ist sehr typisch für Mannschaften wie Braunschweig, die halt um den Abstieg kämpfen, wenn sie dann und wenn sie gerade offensiv nicht so gut sind, dann ist man so ein bisschen so vielleicht im Druck irgendwie dann, wenn man Strafraum ist, dann auch was zu machen und dann sind halt diese Abschlüsse schnell da. Aber es ist halt ab und zu in manchen Situationen würde ich mir persönlich etwas mehr Geduld wünschen. Ja. Obwohl man auch sagen muss, so ein Schuss kann ja auch als Abpraller gefährlich werden. Zumindest gegen uns wird das häufig gefährlich. Ja, kann man jetzt auch mal versuchen zu nutzen. Oder der Pass in den Rückraum, der bei uns immer gefährlich, also ja, gegen uns immer gefährlich wird, wir selber das aber fast gar nicht praktizieren. Das Beste, was bei einer Flanke von Kaufmann rauskommen kann, ist eine Ecke. Und Ecken sind auch schon nicht so unser... Ja, ich glaube, bei unserer Passqualität ist es manchmal wahrscheinlicher, dass der Torhüter vom Gegner den Ball zu unserem Mitspieler bringt, als dass wir den selber zum Mitspieler bringen im Strafraum. Mein Sohn meinte am Sonntag beim Spiel, ich bin bei einer Ecke schon froh, wenn es nicht gefährlich für unser eigenes Tor wird. Ja. Ja, das ist wie die Ecke, der Konter von Sandhausen. Ja, genau. Oh, die Ecken, also wirklich die... Ich kann das verstehen, die sind wirklich scheiße. Also... Die sind ja wirklich meistens köpft sie der erste oder zweite Verteidiger weg. Da kommt, ist doch gar kein Spieler von uns, wenn der Ball weg ist. Verstehe ich nicht, warum man nicht mal einen Spieler hinstellt, der den Ball vielleicht verlängert. Weil es kommt ja wirklich fast jede Ecke zu kurz. Das muss man doch nach der zweiten Ecke merken. Und dann mal einen hinstellen. Also, ich verstehe das nicht. Schießen dann, also dann müssen sie ja schlechter schießen, als sie eigentlich wollen. Wenn da keiner steht. Dann müssen sie eigentlich woanders hinschießen. Also, dann ist ja der Plan, dass man den woanders hinschießt und dann schießt sie wieder zu schlecht. Dann muss man wieder anders schießen. Oder was häufiger wieder auf die kurze Ecke gehen. Also auf so eine kurz ausgeführte Ecke. Das hat ja gegen Regensburg ganz gut funktioniert. Also entweder stehen die wirklich... Obwohl, es war nicht so gewollt. Nee, es war nicht gewollt. Ja. Nee. Die Ecke war... Das war abgewehrt, genau. Und ja. Also, man kann natürlich auch mal einen Kopf... Also es waren so wirklich wenig Ecken oder Standards allgemein oder Flanken auch allgemein, wo wir jetzt ein Kopfballduell verlieren. Meistens kommt es ja nicht mal zum Kopfballduell, weil der Ball entweder vorher weg ist... Oder irgendwo anders hinkommt. Und 5 Meter zu lang. Ja. Und man muss das hat Martin, glaube ich, auch mal irgendwie gesagt, dass Sandhausen natürlich auch eine recht große Mannschaft ist. Und es dann natürlich sehr schwierig ist, wenn man halt nicht so viele große kopfverstarke Spieler hat, die vorne sind, dann einen Kopfball zu gewinnen oder allgemein Vorteil des Flanken zu haben. Was sagt er denn zu Klaas hinten? Naja. Das war eigentlich... Ja, Totalausfall auch früh. Ja, das finde ich übertrieben. Boah, ich fand das schon sehr, sehr schlecht. Er hat ein paar Fehler halt gemacht, aber
weiß nicht. Er hat hinten eigentlich ganz gut gehalten, muss man immer noch sagen. Er ist ein Innenverteidiger, Linksverteidiger spielt. Seine primäre Aufgabe ist halt, dass wir da nicht über, also, dass er da hinten gut mit verteidigt. Und wir haben, wurden jetzt irgendwie, hat Sandhausen mal über unsere linke Seite einen gefährlichen Durchbruch gehabt, dass er da gespielt hat? So richtig? Eigentlich nicht, ne? Also, nee. Gefährlicher wurden sie eigentlich eher über die andere Seite. Mir fallen immer nur die Fehler im Aufbauspiel. Weil du halt nur, weil das ist halt was du aktiv siehst. Du siehst halt nicht, was das no, das ist no glory in prevention, ne? Ja. Du merkst, du siehst halt nicht, wie er Sachen nicht macht, oder wie er Fehler nicht macht. War auf jeden Fall eine nicht so intelligente gelbe Karte. Ja, das stimmt. Muss ich auch sagen, ich fand, so wie die erste Halbzeit gelaufen ist, wo ja wirklich alle 30 Sekunden gefühlt ein Foul kam, auch richtig, dass das Meier da zwei gelb verwandte Spieler ausgewechselt hat, weil gerade dann ist es das wichtig, gerade wenn du schon drei gelbe Karten hast, ist es sinnvoller, in die Richtung zu wechseln. Ja. Und die wahrscheinlich vor allem, weil Behrendt schon nochmal gefault hatte, davor schon gefault hatte. Ja. Das muss ich übrigens sagen, das allgemein kann man also wenn man das Aufbauspiel über das Aufbauspiel redet, kann man nicht nur sagen, es war bei Klaas schlecht, sondern das kann man eigentlich durchgehend sagen, dass da halt eigentlich ziemlich wenig passiert. Also zum Beispiel jetzt wir haben sie zufällig den Weißkaut Report jetzt mehr runtergeladen vom Sandhausen-Spiel jetzt und wenn man zum Beispiel die Passquoten sich anguckt, dann hat zum Beispiel jetzt Verteidiger, wenn man denken hat, Wiebe 71, Behrendt 63, Diakité 68, Klaas 67, und dann die Mittelfeldspieler dann halt Groß Nikolaou mit 76, 71, okay, ganz okay. Kaufmann 50%, G 82%, Bär 83%, gut, der hat auch, der hat eine sehr gute Quote. Broschwitz 61%, bei denen sieht man halt nur, dass er die Bälle halt den gewinnt und dann nicht weiterleiten kann. Schlüter 69%, Kammerbauer 63%, Otto, na gut, der hatte nur zwei Pässe und Schwenk auch nur zwei Pässe, aber also allein die Vorwärtspässe sind halt die Pässe, Passquoten an sich sind halt nicht gut genug für man merkt einfach dieses Aufbauspiel, das ist immer noch sowas, was hakt und da sind auch viele lange Bälle dabei und aber es ist auch viel, weiß nicht, vielleicht fehlt da ein bisschen die Ruhe und die Mut auch dann im Aufbauspiel dann vernünftig aufzubauen und somit auch dann und natürlich auch die Pressing-Resistenz, die wir auch wieder sehen, dass wir immer noch das Spieler haben, die halt dann sehr sehr schnell unter Druck geraten und dann auch panikartig den Ball irgendwo hinspielen. Zum Thema Vorwärtspässe musste ich gerade eine Szene denken, wo wir über die rechte Seite in der zweiten Halbzeit ganz gut durchgekommen sind. Dann der Ball aber zu Patrick Kammerbauer kam und der irgendwie sehr doll das Tempo rausgenommen hat, sich gedreht hat, dann irgendwie den Ball verloren hat. Also das war so. Ja, das war schon wieder. Sah sehr vielversprechend aus, wirklich. Vor allem hat es erst sogar gut gemacht, hat den Ball wirklich gut behauptet in der Szene. Gegen zwei Spieler, glaube ich, sogar. Richtig gute Bewegung gemacht. Aus der Not heraus. Und hat dann halt diesen Katastrophenpass gespielt. Also dass er das Tempo da dann, also dass das passiert quasi, dass er nicht sofort weiterspielt, irgendwo suboptimal, aber wie er es dann macht und wie er den Ball in unseren Reihen hält, ist echt gut. Aber er spielt ja wirklich, der Pass dann, ich glaube, war auf Wiebe, hat er, glaube ich, nicht ausgespielt oder so, oder? Na, jedenfalls war das katastrophal. Ja, wofür weiß ich nicht mehr. Ich glaube nur, Szenen auch, dass der Ball dann weg war. Hier zum Beispiel progressive Pässe, Passquoten, da sieht man zum Beispiel Behrendt 44%, Passquote, Diakité 63%, Klaas hier 75%, aber er hat nur vier Pässe insgesamt hier, Groß nur zwei Pässe, das ist sehr wenig, also auch die Passquoten G und Bär sind hier auch die besten, also überraschend Schlüter in den progressiven Pässen 7 von 7. 100%, also
auch. Sind das Pässe, die einfach generell nach vorne gehen, oder? Nee, also es gibt dann Vorwärtspässe, ich denke progressive Pässe sind, boah, die Definition muss ich jetzt mal raussuchen, aber ich glaube, das sind Pässe, die halt, Moment, ich hab's gleich. Ich glaube, das sind Pässe, die halt Gegner überholen oder Gegner die überspielen, halt, so wie bei Packing, wenn du quasi den Packing-Wert verbesserst. Quasi, ja. Okay. Ja, also das genau, ist sieben genau. In einer Halbzeit für, ist 7 von 7 in einer Halbzeit für den Linksverteidiger wirklich. Also progressive Pässe, ein Pass, der halt versucht, das Spiel voranzutreiben und und es gibt dann bestimmte Parameter, dass es zum Beispiel, dass der Pass dann halt wesentlich näher am gegnerischen Tor ist als vor dem Pass. Okay, also den Ball in eine bessere, eine gefährlichere Zone zu bringen, Gegner zu überspielen, genau. Solche Sachen spielen damit, okay. Genau, ja. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Statistik, weil das halt wichtig ist und du da halt auch siehst, welche Spieler das machen, gerade Mittelfeld ja interessant, wenn Felix Groß dann nur 2 überhaupt versucht zu spielen. Und weil da du ja auch siehst, wie eine Mannschaft Fußball spielt irgendwo. Ja. Ob das über Passspiel geht und Ballbesitz dann oder ob das wie bei uns mit langen Bällen, da wundert es eigentlich nicht, dass Felix Groß eine 2 solche Pässe oder ein bisschen schon, aber nicht so sehr. Oder ja, also inwieweit der Passspiel eine Rolle spielt, ne? Am meisten tatsächlich Wiebe. Also wenn man die Quantität und Qualität jetzt guckt, dann ist am meisten Wiebe. Wiebe 10 Pässe. Ich glaube, dann ist es 70%. Wirklich so, dass das bei uns dann, dass das, was wirklich progressive Pässe sind, wo uns wahrscheinlich wirklich viel von Außenverteidigern Bälle die Linie runter sind und vielleicht mal eine Flanke ist. Würde es, wäre jetzt meine Interpretation, warum Schlüter und Wiebe da so gute Werte haben. Ja, kann sein, die Linie auf jeden Fall, ich glaube, Flanken sind hier in, weiß ich nicht, ob Flanken dabei sind. Da bin ich jetzt überfragt, aber ich glaube eher nicht, dass Flanken eher nicht dabei sind, aber weil es geht eher um die um das Aufbauspiel. Aber. Okay. Was dann auch noch, worüber man auch noch reden kann, generell wieder, dass er über, also wie jede Woche über die Wechselpolitik. Ja. Dass er wieder, ich glaube, nur 4 Wechsel gemacht hat, beziehungsweise den 5. dann nur zum Zeitschinden. Und dass er, also wie gesagt, die beiden Wechsel in der Halbzeit fand ich richtig verständlich mit den, bei so einem Spiel mit den gelben Karten. Aber generell scheint er auch eine Offensive oft einfach nur auszuwechseln, wenn Spieler nicht mehr können. So sieht das für mich aus. Teilweise gab es ja schon Spiele, wo du, ich weiß nicht gegen wen es war, wo G das einmal signalisiert hat und dann wurde er ausgewechselt, wo es ja wirklich eingefangen wurde von den Kameras. Und irgendwie hatte man bei diesem Spiel auch so den Eindruck, dass deswegen Kaufmann und G ausgewechselt wurden. Ja, obwohl es, wie gesagt, für mich war es ähnlich wie gegen Nürnberg. Wäre wieder ein Spiel gewesen, wo man Nick Proschwitz, einfach weil es gegen den Gegner nicht sehr effektiv ist oder nicht so effektiv ist wie sonst, mal dann auswechseln könnte. Und da dann irgendwie halt Kubilanski und dann irgendwie einen Sturm stellen, der auch da spielen kann. Da haben wir ja Spieler wie G oder Kubilanski. Oder dann Otto, wenn der drin ist, die das auch können. Bär kann das auch. Ja, wäre für mich wieder so ein Spiel gewesen. Klar, am Ende ist es gut ausgegangen, aber das kann man halt vorher nicht wissen. Das kann halt, wenn es dann auch nur davon abhängt, wie Felix Groß dann mal den Freistoß tritt. Das ist ja auch nichts, was man vorher sagen kann. Und ja, da kann man schon sagen, ob es dann nicht vielleicht sinnvoller wäre, andere Spieler zu bringen, um aus dem Spiel heraus mehr Tor gefasst zu haben, wie zum Beispiel halt, wie gesagt, das ist immer, wo alle immer drüber reden, natürlich Kubilanski ist halt der Name, der man da eben, auch wenn es viele Leute wahrscheinlich nervt, weil es halt jede Woche diskutiert wird, aber es ist halt der Name, den man da diskutieren kann, muss. Sollte. Und du hast ja Sonntag auch schon geschrieben, wenn du denn noch was holen willst, dann machst du nicht 2 Wechsel hintereinander, sondern wechselst ja 2 Leute gleichzeitig an, um nicht einfach noch Zeit zu vertrödeln. Genau, Stand 0-0, und du wechselst dann innerhalb von einer Minute 2-mal separat. Du spielst zu Hause gegen direkten Konkurrenten, der punktgleich ist mit dir und ein besseres Torverhältnis hat. Vor allem zu Hause. Du willst das Spiel wahrscheinlich auch gewinnen.
solltest du zumindest wollen. Und so wie Eintracht gespielt hat, hatte ich sonst auch den Eindruck, dass Eintracht das mehr gewinnen wollte als Sandhausen. Und dann verstehe ich halt nicht, warum du dann zweimal hintereinander wechselst. Das kostet nur Zeit, die du in dem Moment einfach nur sehr, sehr wenig von hast. Und steht halt 0-0. Ja, also verstehe ich halt wirklich nicht, warum man da dann zweimal separat wechselt. Aber kommen wir zu dem positiven Ding. Wir haben das dritte Mal hintereinander zu 0 gespielt. Die Innenverteidigung oder die generelle Verteidigung wirkt stabiler als ja, die jetzt vor der Winterpause. Die Serie ohne Gegentor. Ja. Muss aber auch sagen, wir hatten jetzt dreimal schlechte Gegner hintereinander. Das ist auch ungewöhnlich, dass ja, man dreimal hintereinander. Das ist jetzt die Frage, wie es gegen Karlsruhe halt, ob das dann auch noch stabil bleibt. Das ist halt wirklich dann die erste richtige Herausforderung. Aber das ist das, was wir momentan können, ist stabil stehen in der Abwehr. Es war jetzt auch nicht mit alle drei Spiele vollkommen hanebüchen, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Sondern ja klar, ich sag jetzt auch nicht nur, es war jetzt nicht pures Glück, ich sag jetzt auch nicht nur daran, dass wir schlechte Gegner hatten. Ich sag auch daran, dass Eintracht einfach sich da sehr viel verstärkt hat, die AKT richtig gut ist vor allem und Eintracht da mehr Fokus, glaube ich, drauf legt, einfach stabiler steht. Aber wie gesagt, es spielt dann mehrere Faktoren dafür eine Rolle. Und dem, was ich gerade gesagt habe, spielt eben auch eine Rolle. Dann, dass eben mal so ein Ball da in Pfosten geht gegen Sandhausen nach der Standardsituation oder auch einfach, dass Regensburg, Nürnberg und Sandhausen eben nicht die besten Teams der Liga sind. Auch wenn Sandhausen natürlich ordentlich Qualität im Kader hat, muss man ja auch sagen. Irgendwie Esswein, Contento. Diekmeier. Ja, Diekmeier. Ja. Tja, und dann haut er das Ding einfach in den Winkel. Der vier Punkte gegen Sandhausen in der Nachspielzeit. Jari Otto im Hinspiel das Tor gemacht und jetzt einen Freistoß rausgeholt. Hat auch viel mitgewirkt. Aber ja, macht Felix Groß natürlich, ja, den kann es natürlich nicht besser, da passt echt nichts mehr dazwischen. Er ist so genau in den Giebel, das ist ja also selten. Ja, wir können das Alu auch treffen und schießen trotzdem Tore. Ja, Zentimeter höher und der wäre einfach nach vorne weggeprallt. Ja, das wäre echt richtig gut. Ja, Standardtor, das wenn wir schon mal so nicht von der Ecke machen, dann wenigstens so. Ja, das ist natürlich aber auch immer ein Unterschied, ob du direkt einen Freistoß verwandelst oder einen Standardtor, wo du dich im Zentrum durchsetzt, ne, im Luftkampf oder generell im Getümmel. Aber also ich finde, das sollte man trennen in der Betrachtung, aber ja. Wie trennen? Ja, ob du jetzt, das ist ein Unterschied, unterschiedlichen Tor zu erzählen, ob du bei einer Ecke oder beim Freischuss, oder bei einer Ecke, eine Ecke schießt oder beim Freischuss bei reinflankst, da ein Kopfballduell gewinnst oder dich irgendwie anders durchsetzt und so das Tor machst, ist eine andere Qualität als ein direkt verwandelter Freistoß. Das sind halt zwei verschiedene Dinge. Ja, klar, aber, im Endeffekt ist es ja die, ist es ja eigentlich die, also wir reden jetzt wie die Tore zustande kommen und es dann nach einem ruhenden Ball halt, also mir ist es ziemlich egal, ob es in der Ecke Freistoß ja, mir ist oder, egal, oder wo Einwurf von ist. Von mir aus können wir nur Eigentore vom Gegner kriegen, aber ich meine nur, ich finde, meine Statistik dann, dass alles zusammen in Standardtore packt, ich finde, das ist unpräzise. Also jetzt einfach nur als generell, weil das spielen einfach andere Sachen, andere Qualitäten eine Rolle, um das Tor zu erzielen. Deswegen sollte man das getrennt voneinander betrachten, finde ich. Ja, man kann es aufteilen nach indirekt und direkte Standardtore. So ja, ist auch egal, ist nicht so wichtig. Ich würde halt nur sagen, weil sonst ist halt einfach für mich ist was anderes, wie wenn Felix Groß da 91. Minute klatscht. Also muss man nochmal sagen, für sowas hat man wahrscheinlich auch einen erfahrenen Spieler mit so einem Fuß geholt, dass er in solchen Situationen für das Team da sein kann. Macht er richtig gut. Einfach die Ruhe dazu behalten, auch gegen einen direkter kann Konkurrent halt nicht sein, punktgleiches Team. Richtig gut, aber es ist halt was anderes irgendwie, als wenn du dann Eckballtor schießt, weil da einfach noch andere Dinge eine Rolle spielen irgendwie. Also nicht irgendwie, sondern ganz sicher. Ich finde einfach, das ist irgendwie, wird mir zu oft in den Eintopf geworfen. Jetzt kommt mit Karlsruhe kommt natürlich jetzt die standardstärkste Mannschaft. In der Abwehr oder in der Offensive? Offensive. Das war schon mal die gute Überleitung mit Standards. Ja. Aber ja. Wir müssen noch, also danke Herr Zierow, der sich noch eine dämliche rote Karte dann abgeholt hat.
in der 95. Minute. Ein Spiel dann bekommen. Das aber wiederum. Jetzt haben die gegen Düsseldorf 4 gesperrte Spieler, also bitte, wenn Düsseldorf das nicht gewinnt, dann wird Köln aber wohl hoffentlich Landeshauptstadt von NRW. Also. Ja. Aber kommen wir weiter. Ja. Ne? Also mal. Jetzt wird es bei Standards, man muss auch defensiv aufpassen, hat Jussi gerade gesagt. Wundert mich zumindest bei Philipp Hofmann erstmal nicht, wenn der da vorne im Sturm spielt. Also, ja. Ja, ich habe das Karlsruhe jetzt nicht genauer analysiert, aber sind halt sehr, sehr stark gerade in diesen Standardsituationen. Das ist so ein bisschen deren Spiel. Also die haben, das sind jetzt so Who-Scored-Daten. Die haben jetzt in so einem normalen Spiel haben sie 19 Tore erzielt, 2 durch Gegenangriffe und 12 durch Standards. Dann extra noch dazu dann die 2 Elfmeter-Tore und 2 eigene Tore von dem Gegner. Und bei uns sieht es dann schon ein bisschen anders aus. also wir haben nur ein 15 Tore durch Spielsituation, ein Tor durch Gegenangriffe oder Konter. Dann haben wir 5 Tore jetzt nach dieser Statistik durch Standards erzielt, ein Tor durch Elfmeter und ja, Gegner hat noch kein Eigentor geschossen, aber vielleicht ist es ja jetzt am Sonntag soweit, dass wir die Statistik auch verbessern. Aber insgesamt heißt es, wir sind schon offensiv sehr, sehr schwach. Das ist immer leider noch so. Auf jeden Fall fällt Jerome Gondorf aus, der ist gelb gesperrt. Das ist vielleicht schon mal gar nicht schlecht. Für Standards glaube ich auch nicht verkehrt. Das wäre glaube ich auch nicht so. Obwohl, nee. Tritt ihn nicht. Nee, nee. Banicek ist da doch auch noch, oder? Ja. Der schießt eh ein direktes Freischusstor, wo man gar nicht. Ja, und das sagen. Das kann der gegen uns sehr gut. Ja, wie spielen aber sie denn? Spielen, ja, also wenn ich mal kurz zum Karlsruhe kommen kann, also sie spielen halt sehr ähnlich wie wir, also spielen entweder 4-1-4-1 oder 4-2-3-1 und meistens hofft man halt dann, hat halt die Rolle von Brostspitz und also sehr, also in den Punkten sehr, quasi eine ziemlich ähnliche Mannschaft, nur damit ein Unterschied, dass sie halt dann offensiv viel gefährlicher sind. Auch durch die, gerade wegen der Standards. Und aber sie spielen auch viele lange Bälle, nicht so viel wie wir. Ein Unterschied ist auch noch, dass sie höher pressen als wir. Also es ist schon sowas, was man in die Saison sagen kann. Besonders die letzten Spielen zu Hause oft sind sie sehr, greifen sie sehr, sehr früh an. Also wir werden ziemlich, also ich denke nicht, dass wir jetzt so ein unterschiedliches Spiel sehen werden wie die letzten Spielen. Vielleicht nur halt das mit dem Unterschied, dass Karlsruhe halt qualitativ halt ein bisschen besser ist und dass wir genau bei den Standards dann auch genau aufpassen müssen. Ja, waren jetzt 3 Spiele in Folge gegen uns in den Freistoßtor geschossen. Und Zeit, die Serie zu durchbrechen. In der dritten Liga in beiden Spielen und letztes Spiel doch auch, oder nicht? Also gefühlt macht er jedes Spiel ein Freistoßtor gegen uns. Es müssten 3 Spiele in Folge gewesen sein. Also in der dritten Saison an beiden Spielen war das Tor geschossen. Aber wir haben im letzten Spiel auch ein Standardtor gemacht. Nach Flanke auf Brostspitz. Nee. Ja, war das nach Flanke? Das war auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich glaube, es war Ecke und dann Kopfball von Brostspitz. Nach Ecke haben wir nur den Bochum-Tor geschossen. Ja, das war der Schuss aus dem Dribbling rein. Ja, nee, ich verwechsel das mit Bochum. Ja, aber Vanicek hat ein direktes Freistoßtor natürlich gemacht. Ja. Nicht vor dem Strafraum faulen. Allgemein nicht. Das passiert viel zu oft, dass wir in guten Situationen faulen, wo es viel ungefährlicher war vorher. So wirst du Standard. Normalerweise faulst du ja, damit es ungefährlicher wird. Wir machen das aber irgendwie andersrum. Ziemlich häufig. Das müsste man vielleicht unterlassen. Das Tor gegen Karlsruhe war ein Weitschuss aus. Ja.
ja, ziemlich zentrale Position. Drehung, ich hatte das mit dem Buckenspiel richtig geil den Ball rein. Ja. Ja. Tja, für Karlsruhe geht's ja noch. Nahe zwei, im Winter war nah am 2-2 dran, ne? Karlsruhe ist 3 Punkte, ja, stimmt. Ja, da, können auf jeden Fall noch den HSV überholen. Ja, die 3 Punkte haben wir lieber schon. Oh, das wäre auch geil. Wenn Karlsruhe am letzten Spieltag den HSV überholen würde, weil HSV gegen uns leider verliert und gerade der KSC überholt aber da den muss, HSV. Da muss Manuel Gräfe aber auch der Schiedsrichter bei einem spielen. Selbstverständlich. Sein allerletztes Spiel, er hört ja auf, er muss aufhören, ja, wegen Altersbegrenzung. Ja. Das wäre schön. Aber ist sein letztes Spiel dann wie in Hamburg oder Karlsruhe in Heidenheim? Irgendwo, ja. Ich vermute mal, er möchte nicht sein letztes Spiel gegen Karlsruhe machen. Aber die Hamburg vielleicht mag er die ja. Wo die sagen ja bestimmt einige Karlsruhe nach, dass er die Hamburger mag. Ja. Ja, tomorrow, my friend. Tomorrow. Tomorrow, ja. Und wir unverändert oder doch hinten in der Abwehr ändern, wechseln? Ich glaube, Wydra spielt jetzt wieder. Wollte ich gerade sagen, ja, der Wechsel. Klar, ist ja wieder da. Ja. Ja, ich würde mal sagen, Bär rutscht raus, obwohl er eigentlich ganz gut gespielt hat jetzt. Oder G, weil er nicht richtig fit ist und mal eine Pause braucht vielleicht. Oder Kaufmann. Ja, wieder 7 Tage Zeit. Nee, das sind schon, also, ich weiß nicht, also das sind. Ich glaube auch, dass er Bär rausnimmt. Ja, glaube ich auch, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass von Julian Kaufmann mal eine Pause bekommt. Ich weiß nicht, wie schnell die Regeneration da ist, aber jetzt, ich glaube, jetzt öfter mal nicht ganz so fit. Ja, die kannst du dann aber zur 70. Minute oder zur 85., wenn er danach verlangt, dann halt nochmal auswechseln. Ja. Wenn du ihn dann erst irgendwann bringst, dann bringt er dir nicht so viel, wenn er nur 20 Minuten spielt. Ich glaube, Bär ist ein besserer Einwechselspieler als die beiden. Ich denke übrigens auch, wenn G links spielt, dann kommt das vielleicht auch Klaas wieder zugute. Das hat man vielleicht im letzten Spiel auch ein bisschen gesehen, dass der mit Bär vielleicht auf der linken Flügel nicht so funktioniert wie mit G, weil G dann halt schon ein anderer Typ ist, als ein Spielertyp ist wie Bär halt. Also ich mein Eindruck ist irgendwas, dass G für die Mannschaft macht und dadurch dann Klaas auch vielleicht dann teilweise auch den Mut hat, dann immer vielleicht ein bisschen mehr offensiv auch zu machen. Nein, aber es ist nur meine subjektive Einschätzung jetzt, ohne jetzt Daten oder das Spiel nochmal zu analysieren oder so. Bei G habe ich immer das Gefühl, dass der immer stark anfängt und dann immer nachlässt irgendwie. So als ob er kämpfen und ackern würde und dann irgendwie merkt, ach, hier irgendwie kann er doch nicht alleine alles reißen und dann so ein bisschen untertaucht. Das hat in den letzten Spielen das Gefühl. Der ist auf jeden Fall immer wieder richtig gut. Also ich weiß, ich sage es jede Woche, aber man liest einfach, dass der nicht unbedingt Champions League gespielt hat in der Premier League und Bundesliga. Und also auch die eine Szene, wo er so da den Alleingang macht, in der ersten Halbzeit sich dann den Ball so einmal mit dem Haken zurechtlegt und zum Abschluss kommt, richtig gut. Und der Abschluss kann halt auch funktionieren, ne? Das ist jetzt mal die Frage, wie er bei so, ja. Da stellen sich natürlich die Gegner auch dementsprechend drauf ein und doppeln ihn dann vielleicht schon mal eher als irgendwen anders. Ja, naja, aber wenn du ihn dann sowieso rausnehmen musst, dann kannst du halt auch einwechseln, da hat man dann auch guten Mann, vor allem schnellen Mann. Das ist ja ganz gut, wenn der fitter ist als die anderen und dann noch sowieso schnell ist, kann das ja entscheidende Vorteile bringen. Ja. Und sonst haben wir ja nicht so viele schnelle Leute, die man einwechselt. Also, ja, allgemein nicht so viele schnelle Leute. Wäre ja bei der einen Szene in der ersten Halbzeit, wo er Dings nachläuft, auch wieder so aus wie so ein Gepard, Alter. Wenn er da mal richtig Tempo aufnimmt, schon geil. Und Groß wieder auf der 10. Oder jedenfalls wieder ein bisschen weiter vorne, 8, 10, wie auch immer. Gefällt mir deutlich besser als auf der 6. Ist auch mal sehr unauffällig irgendwie. Klar, hat er jetzt das Tor gemacht, aber das ist ein anderes Ding. Das hat nicht so viel mit der Position zu tun. Ja. Also ganz ehrlich, ich gehe da ganz entspannt dran, weil ich mir absolut gar nichts erwarte am Sonntag. Das ist auch nicht eingeplant, klar, schön, wenn du da wenigstens einen Unentschieden mitnimmst. Aber wenn du da jetzt verlierst. Haben jetzt halt also die Spiele, die wir vorher als die großen Spiele und die Wochen der Wahrheit hier alle tituliert haben, die haben wir jetzt halt erfolgreich bestritten. Da kann man da auf jeden Fall mal ein bisschen, aber also klar, wir sind halt 15. und theoretisch durch das Nachholspiel der von KSO
Auch nur so halb oder wahrscheinlich schon, aber ne, kann man natürlich nicht klagen. Und deswegen müssen natürlich hier, also wir sollten generell kein Zustand der wir Zufriedenheit. sollten es nicht, wie genau, wir sollten es nicht zu wohl fühlen, wir sollten nicht zu zufrieden sein immer, aber es ist trotzdem, also es ist kein Spiel, wo die Welt untergeht, wenn wir da schlechter sind und verlieren. Weil die halt, wie gesagt, die sind nicht umsonst jetzt auf einmal mit einem Aufstiegsrennen noch drin. Ja. Wir spielen danach gegen Deswegen. Darmstadt, Pauli und KSO. Also danach die drei Spiele sind wieder sehr viel wichtiger als das Spiel gegen KSC. Ja. Auch wenn es gegen Pauli vermutlich Ja, jetzt halt auch eher gut, weniger, das aber kannst du eigentlich ja. auch Übrigens gut, dass streichen. wir Heidenheim schon weg haben. Die sind jetzt wahrscheinlich auch wieder im Kommen, ne? Oh ja, die sind auch wieder oben dran. Die könnten auch noch im Wörtchen Ja, das habe mitspielen ich im eben auch gedacht. Aufstiegsrennen. Da dachte ich auch, das machen die denn da oben. Das okay, ja. Gut. Düsseldorf auch. Also, streckt euch mal an gegen Osnabrück. Denn dann kommt zum Glück schon so ein kleiner Bruch. Und wir können es auch Ja. gerne mit Stolz nochmal, aber in der Ja. Rückrundentabelle liegen wir einen Platz vor euch. Ihr wisst, wer gemeint ist. Ja, aber ist halt irgendwie ein schlechter Break, wenn man gegen das direkte Duell verliert. Aber fand ich übrigens, ich weiß nicht, ob ihr schon Eintracht Intim gehört habt mit Wydra. Da hatte ich Habe doch ich keine vorhin Zeit angehört. für. Nein, noch nicht, noch. Er hat gesagt, seine Ziele sind hier Klassenerhalt und nächstes Jahr vor Zuschauern das Heimspiel gegen Hannover gewinnen. Das hat er Hört sich nach schon einem das Plan Richtige an. gesagt. Ja. Guter Plan. Wollen wir tippen? Ich 0-0. tippe, ich auch 0-0. Tippe 2-1 Auswärtssieg. Ich habe 1-0 getippt. Okay, tippt auch für uns. Also eigentlich habe ich schon überlegt vorhin, also ob ich mein Kicktipp-Tipp noch in 1-1 ändern soll, wenn Marvin Wanizek eh ein Tor hat gegen uns, aber einfach mal optimistisch und sage, ja, sie fischt da einen aus dem Giebel, so einen Freistoß und wir halten dann die 0, weil wir einfach die gute Abwehr jetzt haben und dann 0-0. Ja, gegen Jasi hat er kein Tor mehr nach Standards geschossen. Das stimmt. Nur gegen Obwohl letzte Ellerhardt. Saison. Nee, stimmt nicht, das war ja die Saison davor, in der dritten Ja, Liga, das war noch in der, das war noch im, ja. im, also das war ja das Ja. erste, jetzt einzige Rückrundenspiel, das im noch halt Jahr war. Also das Problem halt, wenn man nochmal die restlichen Spiele noch ansprechen kann, dann oder sollte dann also wir haben 10 Spiele jetzt noch und davon sind 6 Auswärtsspiele und unsere Auswärtsspiele kennen wir ja. Also Ja. da müsste auf jeden Fall irgendwann mal, muss auch dieser Knoten mal platzen, zwar In auch auswärts, Osnabrück zum Beispiel. ja, zum Beispiel, aber also wie gesagt, also ich Ja, auch gern da vorher, aber bisschen, ich meine, das ist das Wichtigste aus dem Spiel. Also, genau. stimmt Aber es schon. halt, also die Heimspiele müssen wir halt, hier ist das Würzburg-Spiel, also zu Hause müssen ich, sage ich mal, 4 Spiele müssen wir, 7 bis 9 Punkte waren da schon gut. Ja. Mal sehen, wie weit es reicht. Aber zu Hause müssen wir auf jeden Fall noch punkten und auch versuchen, Ja, auswärts mal wir einen Dreier zu müssen landen. halt zu Hause, Darmstadt, Paderborn, Aue und Würzburg sind halt alles gewinnbare Spiele. Das Und in Paderborn ist das Osnabrück sollte man schwierigste halt Heimspiel, was wir noch haben. nur Und noch. auswärts ist in Osnabrück, die heimschwach sind, generell schwach sind und direkt an Konkurrenzen, da sollte man was holen. Wenn du gegen den einen Spielen, aus den 5 Spielen irgendwie 12 Punkte oder so holst, sieht das schon mal sehr gut aus. Also dann, ja. Und das ist möglich. Aber du musst ja noch die Spiele da was tun, weil auswärts halt ist halt, sind wir A wirklich schwächer, und dann spielen wir halt jetzt in Karlsruhe bei St. Pauli, die sehr viel besser sind, dann hat, wie gesagt, Osnabrück, die haben wir schon drüber geredet, in Fürth, in Düsseldorf und in Hamburg. Also wir müssen einfach generell unsere Heimspiele gewinnen, und da wir davon leider weniger haben, im besten Fall auch zumindest in Osnabrück was holen und vielleicht noch irgendwo, wo man nicht damit rechnet, einen Punkt oder so mal. Das ist halt der Also, realistischste können Weg wir schon zum mal anfangen. Klassenerhalt. Ja, in Karlsruhe zum Beispiel können wir damit schon mal anfangen. Ja, deswegen habe ich es auch angesprochen, weil ich mir einfach denke, dass, wie Tobi sagt, ja, es ist nicht tragisch, wenn wir nicht gewinnen oder so, oder wenn wir verlieren sollten. Aber es ist halt durchaus schon, wenn man das Restprogramm sich anguckt, dass, und jetzt haben wir gerade einen Lauf, so 7 Punkte geholt. Es wäre schon schön, wenn man jetzt einen Dreier holen könnten, weil dann könnte man viel, viel entspannter dann Es ist die. auch immer schön, wenn wir einen Dreier holen können. Ja. Aber für mich ist Ja. das Spiel was mit der Entspannung, also das war jetzt Sandhausen, was mir da das gegeben hat, wo ich, also, weil ich jetzt einfach sehe, jetzt das Spiel ist jetzt schwieriger. Das ist halt,
in einem ganzen Stretch jetzt seit dem Regensburg-Spiel bis zu Osnabrück oder bis Paderborn ist es das schwerste oder zweitschwerste Spiel. Entweder in Karlsruhe oder in Hamburg bei Pauli. Und da ist es dann okay als Abstiegskandidat, du kannst ja nicht jedes Spiel gewinnen oder wirst nicht jedes Spiel gewinnen. Und wirst auch mal Spiele verlieren. Wir sind fast 5,5 Stunden ohne ein Gegentor, wenn ich richtig gerechnet habe. Na, in Bochum die Tore halt relativ früh bekommen. Ja. Und dann 3 Spiele ohne. Also kann man gerne ausbauen. Länger ausbauen, die Bilanz. Ja, also versteht mich nicht falsch, wenn wir Sonntag verlieren, rege ich mich natürlich auch auf. Natürlich, ja, normal, aber... Logisch, aber ich habe das Gefühl, dass die Mannschaften eine Niederlage lockerer wegstecken wird, kann. Ja, ich glaube generell, also das ist halt einfach, wie natürlich, man regt sich immer über Niederlagen auf, aber es ist jetzt halt, Punkte in Karlsruhe sind weniger eingeplant als zu Hause gegen Sandhausen oder zu Hause gegen Regensburg zum Beispiel. Oder in der Zukunft gegen Darmstadt oder Osnabrück. Ja. Und deswegen ist es halt... Man weiß natürlich nicht, wie es zustande kommt. Wir können natürlich auch die Punkte super leichtfertig herschenken, dann regt man sich egal, regst du dich auch gegen Bayern München auf, wenn du da verlierst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist vorher bei einer Niederlage aktuell dann durch, also einfach geringer, dass man sich krass doll also aufregt, als halt bei Heimspiel gegen Sandhausen, weil das dann mehr die Big Points sind und mehr das gewinnbare Spiel. Aber jedes Spiel ist gewinnbar und am besten einfach alle Spiele gewinnen. Das hat natürlich dann auf jeden Fall ordentlich auf die Euphorie gedrückt hier, aufs Gaspedal der Euphorie quasi. Ich habe ja immer gefragt, welchen Platz die Eintracht am Ende der Saison einnimmt. Und nach dem 21. Spieltag waren noch 69% der Meinung, dass wir direkt absteigen. Jetzt sind es nur noch 16%. Fast die Hälfte geht davon aus, dass wir Platz 15 oder besser abschneiden am Ende der Saison. Also die Stimmung hat sich so ein bisschen gedreht durch diese 3 Spiele. Eigentlich hat schon der eine Sieg gegen Regensburg gereicht, um, ihr wisst ja, wie das bei Eintracht ist. Wenn wir jetzt am Sonntag wieder verlieren, dann geht das wieder in ungeahnte Höhen, der Pessimismus. So sind wir halt. Aber ja, kommen wir nochmal zur Stimmung generell. Fans, war jetzt nur eine schwierige Zeit mit Flyer und der Antwort vom Verein. Und der Verein hat jetzt nun das wahrgemacht, was sie auch in ihrem Statement an die Ultras angekündigt hatten, dass nach dem Sandhausen-Spiel ein ganz neues Format an den Start gehen soll. Und das ist der Eintracht-Fan-Talk, der gestern Abend, wann hat er angefangen? 18 Uhr? 18:30 Uhr. Ihr könnt das Ganze auf YouTube nachgucken auf dem YouTube-Kanal der Eintracht. Es geht ungefähr Stunde 47. Erik Lieberknecht hatte erst so ein bisschen anmoderiert und dann an den eigentlichen Moderator Robin Koppelmann übergeben, der zuerst Jasi und Giannis Nicolaou da hatte und die erstmal 20 Minuten ein bisschen befragt hat. Und dann sind die beiden gegangen und wurden durch Peter Vollmann und Daniel Mayer ersetzt. Und die haben dann die wirklich wichtigen Themen angegangen. Ja, wie fandet ihr das Ganze denn? Das ist, glaube ich, relativ gemischt. Ja, also insgesamt muss man ja erstmal sagen, er kam gut an und ich glaube, Eintracht hat das erreicht, was sie wollten, nämlich dass die Stimmung da sehr positiv ist und viele sich davon rumreißen lassen haben. Ich habe auch bei vielen, also gerade bei Facebook, wo ich mir da jetzt Kommentare in irgendwelchen Gruppen zu durchgelesen habe, ich habe den Eindruck, viele haben Daniel Mayer zum ersten Mal reden gehört, wenn sie die Pressekonferenz schon angeguckt, weil sie dann auf einmal von Mayer überzeugt, wie er da erzählt. Ja, also ich meine, dass er rhetorisch sehr gut ist, ist einfach keine Neuigkeit. Und gut, das erstmal dazu generell, dann auf einmal wurde der Verein ziemlich dafür abgefeiert, was ich ein bisschen zu sehr fand. Also ich fand erstmal, es wäre, wenn du wirklich sinnvoller für dieses Format, wenn du wirklich ernstzunehmende kritische Fragen mehr haben möchtest, auch nachfragen, ist entweder A, irgendwie über ein unabhängiges Medium zu machen, wenn es da eins gibt, was da irgendwie, weiß ich nicht, ob die Braunschweiger Zeitung dafür geeignet wäre, aber naja. Gab es ja auch schon mal, glaube ich, Versuche, da irgendwelche Talkrunden zu machen. Oder halt, dass man guckt, dass man die Fans richtig Nachfragen stellen kann, im Sinne von, man schaltet sie dazu und die kann 5 Minuten, um das Thema zu diskutieren. Ja, dass man so zum Beispiel einfach, dass man da dann telefonisch oder per Video oder wie auch immer zugeschaltet wird, Fragen stellen kann und dann auch nachfragen kann, auch zum Beispiel, wenn die Frage falsch verstanden wird. Der kriegt halt dann Peter Vollmann eine Frage vorgelesen,
und weiß halt vielleicht nicht, wie er die verstehen soll, versteht auch was anderes als der Fragensteller, und der Fragensteller oder die Fragestellerin kann das nicht richtig stellen, und dann antwortet er dann quasi an der Frage vorbei, und ohne dass das jetzt böse gemeint ist, ohne dass er es absichtlich meint, und dass es schlimm ist, dass er da was anderes drunter versteht, das ist ja völlig normal, Missverständnisse ist halt was komplett Menschliches, aber es halt wäre schöner, wenn das in Zukunft irgendwie so gemacht wird, dass man da auch nachfragen kann, finde ich. Dann finde ich noch, dass es schöner wäre, wenn es länger gedauert hätte, weil, also sie haben gesagt, sie waren überrascht, dass so viele Fragen kamen. Ich finde es nicht überraschend, dass viele Fragen kommen, dass man da einfach mehr Zeit für veranschlagt. Ich denke, das wäre es auch wert, zumindest mit Meier und Vollmann. Man hätte auch drüber reden können, dass vielleicht nur den, wenn man keine Nachfragen hat. Ja, genau, wenn man keine Nachfragen hat, muss man es auch nicht live machen. Man kann auch dann überlegen, ob man vielleicht auch nur mit den Meier-Vollmann-Teil macht, wenn da so viele Leute was wissen wollen, denn kritische Fragen zu den Spielern und so sind halt schwierig. Also das ist halt auch, muss man sagen, es wird ja Fan-Talk genannt, es war kein Fan-Talk, es war Fans schicken Fragen ein, die werden vorgelesen. Ja. Und dann, wie gesagt, hat nicht genug Zeit gehabt für alle Fragen und kann halt auch dann überlegen, ob es dann so toll ist, wenn da eben ein paar unkritische Fragen dann die Zeit rauben. Also, ja, ich weiß noch nicht, wie viele Fragen da noch nicht vorgetragen wurden. Ich kann nur sagen, von den Fragen, die ich hingeschickt habe, war keiner dabei, was jetzt auch nicht schlimm ist. Andere Fragen auch wichtig und so weiter, natürlich. Da geht es nicht drum, aber ich meine, das spricht ja dafür, dass da viele Fragen, also tendenziell, ja. Ich meine, ich habe 7 Fragen hingeschickt. Einer an Meier, Sechler, Vollmann. Und ja, das auch teilweise welche, die, glaube ich, einfach und schnell zu beantworten sind. Also ich glaube, ja, jedenfalls, ich will damit nur sagen, dann scheinen ja viele Fragen tendenziell auf der Strecke zu bleiben, was, glaube ich, viele bei Facebook auch nicht gecheckt haben. Ja, es wurde über alle Themenbereiche geredet. Naja. genau, das Wir kennen alle Fragen, die gestellt wurden, Martin. Die wissen das alle. Die wissen alle, kennen alle Fragen, die gestellt wurden, deswegen wissen sie, dass alle Themenbereiche angesprochen werden. Genau, alle sind da allwissend und also das sind so ein paar Sachen. Also ich glaube, ich finde es gut, dass da Versuche unternommen würden, aber ich würde mich freuen, wenn man das noch versucht, konsequenter weiterzuentwickeln, besser macht quasi, indem man da wirklich mehr kritische Fragen zulässt, auch Nachfragen möglich macht. Was ich auch noch anregen wollen würde, bevor, glaube ich, Jussi auch noch gleich eine Menge dazu sagen zu sagen hat, nochmal auf genauere Sachen eingeht, erstmal möchte ich noch anmerken, ich fände es cool, wenn das generell auch öfter stattfindet, regelmäßiger zu verschiedenen Themenbereichen. Also jetzt war heute Sportliches oder gestern, was ja auch erstmal das Wichtigste und Logischste ist und auch das Interessanteste. Also ja, aber wenn es dadurch, dass es ja gerade zuletzt, aber auch generell immer mal wieder auch im Umfeld des Vereins viele Sachen zu besprechen gibt, wäre es ja auch sinnvoll, da mal zu gucken, dass man da Fragen stellen kann. Dann noch... was ich schon mal inhaltlich sagen möchte, ich finde, viele feiern jetzt die ganzen Antworten, also zum Beispiel Peter Vollmann sagt, wie Entlassung mit Antwerpen war halt richtig nur, weil wir aufgestiegen sind, so unter dem Motto, ist es noch nicht richtig, aber dann, wenn es um Kritik an seiner Person geht, ja, also erstmal sind wir im ersten Jahr schon mal aufgestiegen. Richtig, ja. Das ist, genau. Der kriegt, obwohl der Trainer da viel mehr mit zu tun hat, als der damals noch Sportdirektor, jetzt Geschäftsführer, will er dann dafür den Credit nehmen und ich meine, und das Böse zu meinen, ist ja völlig okay, er war halt frisch da, er hat einfach noch nicht so viel Einfluss nehmen können auf die laufende Saison. Der Trainer stand schon vor ihm fest, der in die Saison geht, dass er gut gemacht ist, dass er einen Trainer geholt hat, der dann den Aufstieg geholt hat, was er aber dann selber meint, dass das der nicht so gut war, dass man ihn weiter beschäftigen müsste. Also ist die Frage, wie viel hat er da richtig gemacht? Dann Kubilanski war großen Kader. Kubilanski, da komme ich gleich noch zu. Kubilanski hat er nicht geholt, der war schon vorher da. Die anderen Leistungsträger waren alle vor, also er hat jetzt keinen hat er irgendeinen entscheidenden Leistungsträger geholt? Nee. Naja, vielleicht Biancardi. Ja, nur den. Ja gut, und im Winter hat er dann die Line, das ist klar. Aber dadurch hatten wir halt auch den großen Kader, weil er keinen Spieler loswerden wollte, konnte, obwohl er es wollte. Was dann der wichtigste Schritt zum Aufstieg war, der eben sehr glücklich war. Also ich will jetzt auch ihm nicht, also das klingt jetzt negativ, als ich es meine, aber es ist einfach so, er konnte einfach nur bedingt Einfluss auf die Saison nehmen. Und dann ist es halt einfach unsinnig, es ist einfach generell wahrscheinlich unsinnig, jemanden, der nicht mal vor der Transferperiode kommt, sondern in der Sommertransferperiode vor einer Saison, ihm dann, also ihn seine Arbeit anhand der folgenden Saison zu bewerten in dieser Position. Das ist halt zu weit weg vom Tagesgeschehen dafür. Und dann ja, sollte er dafür keinen Credit nehmen, wenn er dem Trainer, der den Aufstieg realisiert hat, den
genommen hat. Ein paar andere Sachen hätte ich inhaltlich jetzt auch noch, aber ich glaube, schon mal noch mal andere. Ich fand dieses Nachtreten fand ich total überflüssig. Also du kannst doch ganz sachlich das erklären, warum es mit Antwerpen nicht gepasst hat, aber dennoch irgendwie hinterher zu schieben, naja, weil wo er danach war, läuft es ja auch nicht. Würzburg hast du hier aber noch Head of Global Soccer, der mit Sicherheit auch keine einfache Person ist, mit dem zurechtzukommen. Und Kaiserslautern ist sowieso ein explosives Umfeld zurzeit. Weil er da jetzt einen suspendiert hat, heißt es ja nicht, dass er da irgendwie mit allen über Kreuz liegt nach ein paar Wochen. Also ich fand es total schön. Ja, was wolltest du? Ich hatte nichts mehr. Ich fand es, gerade die Antwerpen-Sache, man kann sich ja streiten, wie man ihn als Person sieht, und bei den Pressekonferenzen und so waren bestimmt nicht immer problemfrei, aber ich bin da einfach, ich war eigentlich ziemlich schockiert, wie man so einen Ex-Trainer dann halt so zunichte machen kann und auch seine Arbeitsstellen danach, wie du schon sagst, dass man da noch ein bisschen nachtritt und so ein bisschen so andeutet, dass er da auch nicht menschlich angekommen ist und ich meine, sowas kann ja dann immer noch Nachspiel haben, dann irgendwie auch in seinem jetzigen Beruf oder so, wenn man erstmal so eine, also das ist schon mal gar nicht, auch von der allein von dieser Mitarbeiter Perspektive ist es nicht okay, und auch besonders nicht von der menschlichen Seite. Also da so hätte man schon das kann man vielleicht können wir vielleicht Fans unter sich sagen nach dem dritten Bier oder so, aber ein Sportdirektor oder Geschäftsführer sollte sowas niemals sagen. Das ist höchst unprofessionell, und ich war, wie gesagt, schockiert. Dann die zweite Sache, was ich noch sagen wollte, also Martin hat schon viel gesagt, aber wir sind beim Thema Daten wieder. Also er hat die Frage ja gewisserweise verstanden, aber dann halt es ist darauf hinausgelaufen, dass er halt die Daten und das Menschliche gegeneinander aufgespielt hat und auch noch behauptet hat, dass jemand behauptet hat, dass er dass sie halt zu blöd wären, um das vernünftig einzusetzen, und ich will es nochmal wiederholen, also es sagt keiner, dass sie zu blöd sind oder dass sie das nicht schnallen, sondern es geht einfach darum, dass sie diese modernen Tools halt vernünftig einsetzen sollten, und es geht auf schon wie schon von zum Beispiel von Dustin auch mehrmals gesagt worden, es geht nicht dabei nicht, dass man die Menschen ersetzen möchte oder überhaupt ersetzen kann. Also wir wollen keinen Trainer ersetzen, wir wollen keinen Spielberater ersetzen, wir wollen keinen Sportdirektor ersetzen, sondern es geht darum, dass man durch Daten halt menschliche Entscheidungen und Arbeit halt erleichtert. Ja, als Werkzeug halt. Und Daten, Menschen annullieren sich nicht gegenseitig, sondern komplettieren sich. Und das ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied, auch wie ich halt die Frage sehe. Und das hat mich halt fürchterlich gestört, dass er diese Sache nicht verstanden hat. Ich hatte viele Fragen dabei. Ich war sehr zufrieden damit, dass auch meine Fragen da gestellt wurden. Und da war die Frage nach der Vereinsphilosophie. Und auch da, war wieder, ja, ich weiß nicht, ob er es absichtlich falsch verstanden hat, die Frage. Aber es geht ja nicht darum, dass wir, oder jedenfalls ich würde nie so einen Verein so aufbauen. Oder Vereinsstrukturen so aufbauen, dass man halt um die Person herum sozusagen aufbaut. Also das hatten wir ja jetzt schon am Beispiel mit Lieberknecht, dass er halt ein Trainer ist, der quasi eine Legende ist, auch zu Recht. Aber man hat dann danach gesehen, was passiert, wenn er dann weg ist plötzlich, dass da, wenn da nichts aufgebaut ist, was sozusagen ihn ersetzen könnte oder wo ihn seine Arbeit unterstützt hat, und das ist alles dann zusammengefallen wie ein Kartenhaus, und das wollen wir immer noch so ein bisschen gewisserweise ersetzen, und das ist meiner Meinung nach die total falsche Herangehensweise. Die richtige sollte sein, dass man mit einem Trainer was aufbaut und was dann auch
nach ihm Bestand hat und ihn dann auch überlädt oder auch andere Personen, also auch Geschäftsführer Sport, dass man da halt dann, dass er den Verein so aufbaut, dass wenn er irgendwann mal in Rente geht oder in einen anderen Verein geht, dass er dann sozusagen seine Arbeit dann sozusagen weitergeführt wird. Was ich dann auch noch wichtig finde, man meint mit dieser Philosophie nicht, dass man andauernd Trainer austauschen will, weil der nicht zur Philosophie passt. Aber es ist halt einfach so, dass es halt vorkommen kann, dass ein Trainer weggeht, aufhört, man doch ein Trainer draus machen muss. Eben, ne? Im besten Fall wird er weggekauft, weil er erfolgreich war. Ich sag hier immer Holstein Kiel als Beispiel, wenn wir darüber reden. Ist halt so, die haben jetzt den vierten Trainer oder was, mit dem die da super erfolgreich sind. Weil die, klar, das Beispiel, da sind ja Meier und Kiel oder das Vollmann, also sind ja auch drauf gekommen auf die Beispiele Heidenheim, weil da einfach, das ist ja eigentlich dieser Lieberknecht und uns und Kiel, wo es eben, ja, die haben halt einen Sportdirektor, der da einfach, oder was soll ich, was das für ein Titel, der da im Verein hat, aber der da eben das so aufgebaut hat, dass die einen klaren Plan haben, was für ein Trainer, Typ Trainer die wollen, was für ein Typ Fußball die spielen wollen und daran halt ihren Verein ausrichten und das eben geht dann eben über mehrere Trainer. Und klar ist von Trainer zu Trainer da auch immer Veränderung drin und so, ist ja auch oft nichts Schlechtes und so eine Philosophie ist ja nicht in Stein, alles in Stein gemeißelt. Es lässt ja auch Raum für Trainer ihre Sachen zu machen. Es muss halt nur grundsätzlich eine Ausrichtung geben, in die das Ganze dann gehen soll. Das, ich meine, solche Vereine zeigen ja, dass das im Kleinen auch bei Vereinen von so unserer Statur möglich ist. Freiburg oder so, also ist deswegen der Bundesliga, weil die da eben die Kontinuität kommt ja auch von dieser Idee, Vereinsidee. Das ist ja, es geht ja miteinander einher. Das ist ja nicht so, die sind erfolgreich, weil die Kontinuität haben. Die haben auch Kontinuität, weil die erfolgreich sind, weil die einen Plan haben, was sie machen. Und ich finde es da ist schwierig für einen Verein wie Eintracht sowas zu implementieren, finde ich, muss man auch sagen. Da haben die auch ein bisschen so einen Punkt angeschnitten, den man nicht ignorieren darf. Denn es ist einfach für den FC Barcelona sowas zu haben und über alle ihre Jugendakademie und so weiter, weil die einfach in einer anderen Position sind und nicht irgendwie im Klassenhalt regelmäßig kämpfen müssen und da lässt sich sowas einfach etablieren und dann für immer aufrechterhalten. Oder bei Ajax. Beim Verein Eintracht ist das sehr, sehr schwierig und in dem Umfang wahrscheinlich auch nicht machbar, muss man auch dazu sagen. Du kannst halt nicht so ein Eintracht Braunschweig Copyright-Spielstil haben oder wie Red Bull-Teams, wie Barcelona, wie Ajax, die haben einfach den Luxus, dass die wirklich sich, die müssen sich anstrengen, um abzusteigen. In allen Ligen, in denen die jemals gespielt haben. Und deswegen ist es da ganz einfach, viel einfacher, das zu machen, weil so ein Abstieg eben sowas für immer gefährdet. Und deswegen ist es bei Eintracht schwieriger, aber es heißt nicht, dass es unmöglich ist und zumindest nicht in gewissem Maße implementierbar wäre, eine Idee eine spielerische Idee, Philosophie zu entwickeln oder zu implementieren für diesen Verein, die über mehrere Personen in welchem Posten auch immer hinausgeht, ja. Das fand ich aber gut, dass sie das angesprochen haben, dass sie wissen, dass sich alles perfekt läuft oder dass nicht alles so aber gerade nicht geht. Ja. Die Frage war natürlich auch das, was Martin vorhin meinte, das war das Kommunikationsdesaster, weil das war ja, Jussi hat ja gefragt nach einer Philosophie, die unabhängig ist von irgendeiner Person und er hat aber verstanden, abhängig, also er hat das und normalerweise wäre es Robin Koppelmanns Aufgabe gewesen, ihn darauf hinzuweisen, dass das so da steht. Und er hat es falsch verstanden, hat erstmal dagegen geredet und hat dieses Lieberknecht Beispiel gebracht, weil er dachte, dass wir wieder sowas wollen, dass das alles von einer Person abhängig. Aber so war die Frage gar nicht gemeint, sondern es war eine unabhängige Philosophie gemeint. Ich dachte, er hat von einer unabhängigen. Habe ich das selbst dann falsch verstanden? Vielleicht, weiß ich nicht. Also ich habe irgendwann dahin gekommen so ein bisschen, aber nicht so richtig. Im Großteil haben sie darüber geredet, dass das ja mit der Philosophie abhängig dann bei jedem Trainer sich ändern würde und sowas. Das hat ein bisschen gedauert, bis sie da die richtige Frage. Aber im Grunde genommen hat er doch geantwortet. Also egal, wer die Frage verstanden hat, er hat doch geantwortet, dass er sozusagen also er hat ja Daniel Mayer auch gesagt, wir wollen Daniel Mayer herum die Mannschaft aufbauen und um seine Person auch herum das alles aufbauen. So habe ich das jedenfalls verstanden, seine Antwort. Ich habe das so verstanden, dass in seinem Fall jetzt, wenn er jetzt aufhören würde, dass das denn in dem Sinne auch weitergeführt werden würde. Ja, das kann man. Das ist ja eigentlich auch die grundsätzliche Idee dahinter. Ja.
Das ist ja alles richtig. Okay. Ja gut, ja, okay, vielleicht habe ich das dann selbst verstanden, aber ja. Naja, ich fand diesen Autovergleich fand ich sehr, sehr krude. Ich fühlte mich auch geehrt, weil meine Arbeit dann so ein bisschen mehr gewertschätzt wird, als mir vorkommt. Ich glaube, die haben mir gute Sachen gesagt, aber die er aber nicht ganz verstanden hat. Ja, ich finde es gut, dass er da seinen Horizont erweitert und über den Tellerrand hinausguckt. Das finde ich erstmal, keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Wer da die Initiative ergriffen hat, das ist ja trotzdem nicht alltäglich, dass er da beim Sponsor sich über sowas austauscht. Das ist erstmal sehr, sehr gut. Aber ja, die haben unseren Podcast gehört. Das Gefühl, dass der Takeaway, den Peter Vollmer davon mitgenommen hat, nur im Prinzip war, alles, was ich mache, ist geil. So, ja, die brauchen auch immer klar, geil, wenn man Daten hat, aber brauchen noch einen, der Auto fahren kann. Ne? Ja, die brauchen Menschen. Ich bin ein Mensch. Habe ich richtig gemacht. Homo Sapiens, nein. Geil. Nein. Ja. Und ja, so, da hatte man das Gefühl, dass er da zumindest von dem, was er da erzählt hat, ich weiß ja nicht. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das nicht versteht oder ob er das einfach nur nicht richtig rüberbringen kann. Genau, das kann halt auch sein, dass er das halt einfach nur den Ausschnitt und das Beispiel, die Anekdote erzählt hat, dass es deswegen nicht richtig rübergekommen ist, aber man konnte den Eindruck gewinnen, dass irgendwie das, was er davon mitgenommen hat, eben einfach nur so Bestätigung war und ja, man braucht eben auch den Menschen und das haben wir ja Fußball-Sachverstand, geil, läuft, weiter. So, dass er nicht versteht, dass man das als Symbiose das eine das andere besser machen kann und beides wichtig sein kann. Du hast ja in der ganzen Zeit angehört, das funktioniert nicht, ist zu kostenintensiv, das können wir nicht umsetzen, ist zu teuer, wir haben wenig Mittel und so weiter und dann kommt Guido Burgstaller. Das ist doch schon, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Also, du weißt doch eigentlich, dass ein Spieler wie Guido Burgstaller, da kannst du zwar dann graben, kannst mal nachfragen, aber du kannst dir nicht geschockt sein, wenn der einen Preis aufrufst, den du dir als frischer Aufsteiger aus der dritten Liga nicht leisten kannst. Ja, der hat vorher bei Schalke gespielt. Eben. Ich sag mal so, die haben zwar auch nicht so viel Geld, aber die bezahlen wahrscheinlich trotzdem, also ein bisschen besser. Ich meine, das sagen wir fast jede Woche. Du musst halt einen Spieler finden, der ähnlich gut ist wie Guido Burgstaller, aber nur ein Zehntel davon kostet. Und da brauchst du halt ein System, um systematisch solche Spieler zu finden zu können. Irgendwie müsste was entwickeln, dass man irgendwie sucht nach diesen Spielern, um selber Spieler zu finden, die in den Vereinen passen und dass man nicht darauf angewiesen ist, was so auf den Markt kommt, was andere Leute anbieten und dass man einfach nur das nimmt, was man eh kennt. Keine Ahnung, das müsste mal jemand machen. Ich war verrückte Gedanken nicht, ja. Ne? Das hat er wenigstens gesagt, hat er schon mehrmals angedeutet, aber jetzt nochmal, dass sie halt eine Datenbank benutzen, die irgendwie mit Champions League zu tun hat. Also ich tippe immer noch, dass es Wisecout oder Instat ist, ich habe es nur auf Eintracht.com angeguckt, was sie da geschrieben haben, also wie das zusammengefasst haben. Und da, das ist es also so, dass es eigentlich genau das ist, wie wir es wünschen, die. Ja, dass es halt personenunabhängig ist und dass es auch nach dem Wechsel so weitergehen soll. Ich kann mir nicht erinnern, dass es ganz so gesagt hat, aber. Aber ich glaube, das haben die wirklich so gemeint, also dass es personenunabhängig sein soll, dass es die Ziel ist, dass wenn Peter Vollmann irgendwann mal ausscheidet, was er selbst sagt, dass sein Alter irgendwann passieren wird. Ja, hier. Auch Nachfolger müssen überlegt, geholt werden, die dann genau in diesen Weg reinpassen. Genau. Ja, das ist eigentlich richtig. Das ist okay. Muss der Weg noch der richtige sein, dann sind wir auf einem richtig guten Weg. Ja, was können wir sonst noch mitnehmen? Das mit dem Nachwuchsleistungszentrum ist halt so der Stand, das ist genau das, was Martin erzählt hat letzte Woche. Ja, ist halt so, Alter. Also lange Wolfsburg nicht, lange VW nicht, und da entscheidet ganz Wolfsburg irgendwie nach Südasien outzusourcen, der VW Wolfsburg dann nicht in Chittagong spielt. Wird das nicht passieren. Die haben einfach mehr Möglichkeiten als wir, die werden da immer die besseren Talente bekommen. Das ist einfach nicht kein valider Weg für Eintracht, nachhaltig einen Verein nach vorne zu bringen. Und da kann niemand was für, da hat niemand Schuld dran. Das ist einfach klar wirst du immer Spieler auch da entwickeln können, vereinzelt, aber es ist halt nicht so, dass Eintracht jetzt so krasser Jugendausbildungsverein sein kann. Das geht einfach nicht. Dafür ist das Talent dann einfach, sind wir einfach in der falschen Position geografisch. Und dazu hat der VfL Wolfsburg eben halt eines der besten Nachwuchsleistungszentren Deutschlands. Red Bull ist nicht weit weg.
Und dann wirklich, wenn man im weiteren Umfeld hat, wie gesagt, Leipzig, was fährt weg jetzt, Hertha, Hamburg und so. Und ja, einfach nicht klar, vereinzelt wird es immer wieder gehen, dass du das Spieler gewinnst. Meier meint, vielleicht 2 pro Jahr ist vielleicht auch nicht unmöglich für die Profimannschaft. Würde man auch verfolgen, man sollte nicht komplett darauf scheißen, aber es ist halt nicht so, dass das jetzt unsere Strategie als Verein sein könnte. Wir powern so viele Jugendspieler raus, die richtig gut sind, die wir dann teuer verkaufen und so gehen wir weiter nach vorne. Das wird einfach nicht funktionieren. Ich glaube, das wissen die auch, haben die auch gesagt quasi, dass das einfach schwierig ist. Und deswegen, ja, da finde ich, haben die eigentlich ganz guten Eindruck gemacht, was die erzählt haben. Ich hätte das gleich gesagt, dass es ein Transkript gibt, dann hätte ich es viel leichter gehabt. Sehr, ist ja alles, sogar der Wart, die ja, das ist gerade erst, das ist nicht so lange her. Antwerpen-Kommentar sogar auch dabei, also das ist ziemlich, ein bisschen. Sehr, sehr ausführlich. Sehr, sehr ausführlich, ja. Also ist eigentlich fast 1:1. Was ich will nicht immer nur Schlechtes reden, also was ich gut finde, ist, also jedenfalls haben sie die, also zu meiner Zufriedenheit haben sie die Highlight-Frage endlich beantwortet. Und auch das gut begründet, warum er es nicht mehr eine Rolle spielt, dass er es einfach nicht, die Anpassung hat nicht geklappt, der kann noch so viel Talent haben, die Anpassung hat nicht geklappt. Also da kann ich schon mal sagen, okay, das ist schon mal eine Antwort, also da bin ich auch, kann ich auch damit leben. Wäre halt auch auf der PK mal möglich gewesen, das zu sagen, aber... Ja, aber es zeigt halt, dass das auch mal nötig war, das anzusprechen. Und er hat selber also er wurde anscheinend danach gefragt, weil er hat selber gesagt. Und also war das keine Frage oder so, die gestellt wurde, sondern er hat selber erwähnt. Und überhaupt finde ich es, also dieses Format finde ich halt, also gut, man kann noch ein bisschen dran feilen, aber so aus Finnland aus, wenn man es betrachtet, ist schon gut, wenn digital was gemacht wird, weil da ist man halt all dabei. Oder egal, in welchen anderen Stadt man lebt oder so. Ich finde, das aber könnte man auch weitermachen, halt, wenn wieder Fans genau, vor Ort sein können. Wie gesagt, das kannst du verbinden. Ich finde, du kannst halt gucken, dass du so irgendwie zweimal, weiß nicht, irgendwie Länderspielpausen oder was, zweimal pro Halbserie, einmal sportlich, einmal abseits des Platzes. Also viermal im Jahr irgend so ein Talk, wie gesagt, zweimal im Jahr, dass die sportlichen Leute sich da irgendwie Fragen und Antworten machen, zweimal im Jahr, dass irgendwie, wer auch immer da dann, kann ja auch verschiedene Themen abseits des Platzes, ist ja eine ganze Menge, aber wäre ja eigentlich, wenn, ich weiß ja nicht, wie es mit dem Aufwand ist und so, aber das wäre so aus Fernsicht, es wäre jetzt nicht super oft, muss ja nicht jetzt irgendwie einen Monat sein oder so, aber so zweimal pro Halbserie, dass man da sowas hat, müsste doch eigentlich ganz realisierbar sein, fände ich eigentlich ganz cool, wenn das ginge. Ja, eben, kannst du ja vor Zuschauern machen und kannst es gleichzeitig übertragen, das sollte eigentlich kein Problem sein, wenn dann wieder Zuschauer möglich sind. Was auch interessante, also Antworten waren zum Beispiel, Meier ist von der Verzahnung mit dem Nachwuchs und hat der Meier zum Beispiel gesagt, Beispiele Kleberg und Schulze Kökelsum, dass die halt vielleicht im nächsten Jahr schon Profi gerade gehören und er hat auch als meiner Meinung nach ganz gut erklärt, warum es momentan nicht Talente so spielen, dass halt der Niveau halt noch zu hoch ist und so. Also es war, es war nicht alles optimal, aber es waren schon gute Fragen, also gute Fragen sowieso, aber gute Antworten auch dabei, also also gerade soweit. Von Meier, aber wie gesagt, das ist man auch gewohnt, dass der sagt, dass er einen Fuß hat, der kann halt kann halt vernünftig reden und wie gesagt, ich hab ja hier noch nie direkt seinen Kopf gefordert, ich habe immer gesagt, nur wenn man einen vernünftigen Nachfolgeplan hat, dann wird er immer ruhig geblieben, auch nach dem Kiel-Spiel oder so, wo viele aber deswegen war ich bin ja eh schon immer recht überzeugt von ihm, außerhalb seiner Auswechselpolitik, hat es dann nur bestätigt, was er gesagt hat, eigentlich alles soweit ganz, ganz gut gewesen. Bei Vollmann halt haben wir aber gesagt, aber ist ja klar, dass wir da Probleme mit haben, was er sagt. Noch mal zu den Daten, also Vollmann sagt da trotzdem noch, weil das, also wir können das alles aber auch nicht amateurhaft machen, sondern müssen das professionell strukturieren. Ja.
Aber dann, aber da redet er irgendwie von Scouts oder so. Also, es ist ein bisschen, also war ein bisschen so, ich weiß nicht richtig, hat er nur über Scouts geredet oder über Datenscouting oder worüber hat er dann so, also hat auch diese Testfahrer, VW und so, das war wirklich. Ich glaube, er versucht manchmal so, das gut zu veranschaulichen, aber das kann er, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, er sei mit so solchen Sachen so erklären, die jetzt nicht jeder versteht, das ist nicht so unbedingt seins. Ich weiß nicht, ob er das. Auch nicht, aber ja. Nee, muss es auch nicht. Aber ich glaube, er. Dafür, dass. Das habe ich ja schon mal vor einiger Zeit gesagt. Also dafür, dass er so lange bei Magenta Sport war, ist er nicht so super toll im Reden. Ne? Und ist auch nicht schlimm. Muss man auch nur im Hinterkopf haben, wenn man meint, dass er vielleicht Quatsch. Das muss nicht immer so sein, wie er es genau das sagt. Und das ist einfach ein bisschen komisch ausrichtet, ausdrückt. Das ist vielleicht ein tolles Beispiel nehmen musste, das hat aber eigentlich nicht so richtig gepasst. Der meinte eigentlich was anderes damit. Er ist auf jeden Fall nicht Social Media unterwegs, wer weiß. Aber er weiß auch, was für Themen da oft drin vorkommen. Hat immer so ein kleines Treffen mit Daniel Meyer, der ihm erzählt, was auf Social Media los. Oder, wollte ich gerade sagen, oder irgendjemand, der da im Kurs arbeitet, hat die Aufgabe für Peter Feuermann täglich, so wie es für Bundestagsabgeordnete und Politiker so Presseschau gibt, wo die irgendwie die wichtigen Kleidungsartikel über ihre Personen, über das Nachrichtengeschehen aufbereitet bekommen, dass Peter Feuermann die wichtigsten Eintrachtsspektrum Facebook-Gruppenbeiträge oder so von irgendjemandem ausgedruckt bekommt oder so. Er hat Leute, die für ihn das Internet durchforsten, vielleicht hat er zu Hause nicht die Möglichkeit, wer weiß das schon. Ja. Ja, ich denke schon, dass sie halt Presse zusammenberichte oder so, also so Medien-Follows oder so haben. Kann mir sowas schon vorstellen. Ich bin beeindruckt über jeden Person, der überrascht, die irgendwas zusätzlich arbeitet. Naja, ich finde das immer. Wenig Leute arbeiten. Naja, man weiß ja nicht im Kubus. Also finde ich immer schon, da werden bestimmt auch Leute sein, die viel arbeiten. Das ist halt nur, das kriegt man als Fernseher nicht mit. Ja. Also muss man auch sagen, ist halt nicht, die haben, die auf die muss man echt nicht eindreschen, ne? Ich glaube, dass alle das Beste dafür tun, oder ihr Bestes dafür tun, dass dieser Klassenerhalt geschafft wird. Davon gehe ich einfach mal aus. Ich will da keinem irgendwas Böses unterstellen, ja, das, dass er das zu faul wäre oder so. Ich glaub, ja. Und wenn es denn halt, wenn die Umstände das dann halt nicht zulassen, dann ist es halt so. Es ist halt einfach so, was man auch immer wieder sagen muss, wir haben halt einfach sehr, 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 sehr wenig Geld im Vergleich zu eigentlich allen anderen Zweitligisten. Naja. Also wir haben schon. Sicherlich gehören wir zum untersten Drittel, was das angeht, aber auch wenn wir fernsehgeldmäßig hinten dran sind, glaube ich nicht, dass wir sehr, 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 sehr wenig Geld im Vergleich zu den meisten anderen Zweitligisten haben. Also ich glaube nicht, dass Vereine wie Sandhausen, wo die haben jetzt krass investiert in namhafte Spieler auch ein bisschen, aber glaube ich, Vereine wie Osnabrück, Darmstadt, obwohl die Bundesliga gespielt haben und das Stadion umgebaut haben und Paderborn und so, Aue, da sind schon viel genug dabei, die, obwohl sie, also einfach allein, weil die... Die haben aber alle in mindestens einem Bereich einen großen Vorsprung in irgendwas. Ja, klar. Und dann aber man muss halt schauen... Trotzdem sind wir monetär nicht so viel schlechter aufgestellt als die, weil wir halt auch an einigen Faktoren gegenüber diesen Vereinen Vorteile haben. Zum Beispiel, dass wir mehr Fans haben, was wiederum zu höheren Sponsorengeldern führen sollte im Regelfall, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass das auch tut. Mehr Leute, die im Fanshop einkaufen, normalerweise, wenn nicht Corona ist, eben auch noch durch Spieltagseinnahmen und Merchandising noch mehr und Catering und so. Das ist ich meinte aber eigentlich eher, dass wir im Vergleich zur Größe unseres Vereines und was, wie wir es gewohnt sind und auch im Bereich so von halt dritte Liga auf zweite Liga halt noch nicht so stark das Umfeld und das alles Arbeiten aufgebaut haben, wie es halt potenziell irgendwann möglich ist. Ne, wir können halt noch nicht alles erfüllen einfach. Wie es bis 2019, ein Jahr nach dem Abstieg, ja auch größtenteils noch war, ja. Ja, es ist halt viele Mitarbeiter entlassen und wahrscheinlich, soweit ich weiß und soweit man es hört, es ist immer noch nicht so viele Leute da, man arbeiten wahrscheinlich alle sehr, 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 sehr viel. Und ist jetzt auch Corona wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt da um groß, ne? Also kann man auch nachvollziehen zu großen Teilen auf jeden Fall. Also man muss halt irgendwo Abstriche machen, wenn man als Aufsteiger halt in die Liga geht, wo die anderen halt länger in der Liga schon sind oder als sie in die Liga abgestiegen sind. Gerade nach einem Jahr, in dem man sowieso schon viel weniger Geld eingenommen hat, als man sonst einnimmt.
Das ist halt einfach auch eine Hypothek, die man sonst halt nicht hatte. Wir haben jetzt keine so super eingespielte Mannschaft wie der letzte Aufstieg aus der dritten Liga. Und natürlich so ein, ja, nicht so Spieler, die sich so weiterentwickeln können, so viele, so plötzlich. Also keine super jungen Stammspieler. Das sind halt viele Sachen, die halt so schwieriger machen. Deswegen ist es halt einfach nicht so alles so einfach möglich, das durchzusetzen. Ja. Wenn ich nochmal kurz zu der Philosophie nochmal zurückkommen kann, also er sagt, einerseits sagt er, ja, wir müssen das personenunabhängig machen, und dann sagt er ganz zum Schluss auch Nachfolger müssen überlegt geholt werden, die dann genau in diesen Weg reinpassen, also in diese Kontinuitätweg, den sie anstreben wollen. Aber dann sagt er, wir haben deshalb auch unseren Trainer hier, weil er eben eine gute Philosophie hat. Ja, dann er hat also ich lese es dann so ein bisschen so, das hat er dann seine eigene Philosophie oder passt das zu unserer Philosophie? Das ist mir immer noch ein bisschen, also er meint es wohl so, dass es personenunabhängig ist, aber es ab und zu redet dann halt wieder ein bisschen so, als hätte er, ja, weiß nicht, also ja, ist ein bisschen. Ich glaube, die haben Meier geholt, damit er hilft, eine Philosophie aufzubauen. Also das ist jetzt ja, positiv, das kann natürlich gesehen sein, ja, dass er damit anfängt und dass sie vielleicht im Sommer wirklich eingesehen haben, mit dem, was letztes Jahr gelaufen ist, das hat keine Zukunft mit Antwerpen, und dann holen wir uns einen, der uns dabei helfen kann, hier peu à peu was aufzubauen. Und ja, also dass sie wenigstens einen Plan haben, wie die nächsten Jahre laufen sollen, haben sie ja mit ihrer Aussage, dass erstmal nächstes Jahr auch noch Abstiegskampf und dann das Ziel irgendwann als erster einstellen. Finde ich, ist so für einen Jahresplan, also das sind Zielsetzungen halt, ne? Ja, die aber auch relativ logisch sind. Das heißt, du kannst halt nichts anderes sagen, als du willst die Klasse halten. Du kannst halt nicht sagen, ja, nächstes Jahr mindestens 70 Punkte. Ich hoffe, da ist im Hintergrund einfach das, was sie nicht in der Öffentlichkeit sagen. Ja, klar. Aber trotzdem, klar, ich glaube, dass das generell auch so ist. Ich habe ja auch immer gesagt, ich fand es prinzipiell mutig und richtig, mit Antwerpen nicht weiterzumachen, und dass man da sieht, dass der Aufstieg insgesamt auch glücklich zustande gekommen ist und man sich da nicht hat vom Resultat hat blenden lassen. Und ich fand, das ist auch eine der Sachen, die ich Peter Vollmann mit am höchsten anrechne, dass man ja auch mal sagen muss, er macht eben Sachen richtig, hat diese Transferperiode auf seine Art zwar Spieler geholt, aber die er geholt hat, sind sportlich. Wie es preislich und so, ob das die effizienteste Variante ist, weiß man natürlich nicht, können wir nicht wissen. Aber es ist auf jeden Fall eine effektive Variante. Er hat gute Spieler geholt, die uns sportlich weiterhelfen. Das ist auf jeden Fall so. Nach unseren Möglichkeiten wahrscheinlich, ja. Ja, und er hat eben das im Sommer, dass man da einen Trainer geholt hat mit einer langfristigen Idee und so, ist auf jeden Fall auch richtig gewesen. Fand ich auch eine gute Sache. Und wie gesagt, muss man ja auch mal sagen, er macht auf jeden Fall auch wichtige Sachen richtig. Ist halt so. Es geht ja nicht darum, immer nur, das ist ja kein Selbstzweck, irgendwie ihn da zu bashen oder so. Es geht ja auch darum, einfach das, was er macht, versuchen wir hier so zu beurteilen, wie wir es finden. Und er macht eben Sachen gut, er macht eben aber eben auch entscheidende Sachen nicht gut. Was mich ungemein beruhigt hat, war die Aussage, dass wir uns auf den Klassenerhalt konzentrieren und auf ein weiteres Jahr zweite Liga. Wir aber trotzdem natürlich nicht außer Acht lassen können, dass es auch möglich ist, dass wir absteigen und dementsprechend die Verträge. Ja, also aushandeln. Das alles andere so blauäugig, vor allem kann es nicht das zweite Mal sein, und zweitens, dieses Mal ist es immerhin nicht so, dass du nicht, also damals kann man es ja nach dem Duisburg-Spiel noch halbwegs verstehen, dass du da irgendwie nach dem 3-2-Sieg, wo du irgendwie ein Zehnter warst und so und 6 Punkte, also halbwegs fand ich, damals muss man da auch wirklich sagen, dass Eintracht damals lange nicht wie ein Abstiegskandidat oder zwischendurch in der Rückrunde nicht wie ein Abstiegskandidat aussah. Aber aktuell, also wenn du da nicht für die dritte Liga mitplanst, also musst du einfach, also wenn du da nicht zweigleisig planst, dann kannst du gleich... ich wollte es nur noch mal hören. Das, ja, aber und also, natürlich auch, dass Meier Vertrag für die dritte Liga hat, ja, das wussten wir vorher. War ja auch, ja. Und dass Nicolau zum Beispiel oder ja, sie wahrscheinlich auch noch weiter. Ja, sie hat ja gesagt, er wird eben nur noch, wenn hier spielen, er wechselt nicht mehr. War auch kein Wunder. Entweder ich höre auf oder ich bleibe. Ja, er hat ja auch, also er hat sich ja auch ein Haus in der Nähe vom Braunschweig gebaut, soweit ich weiß. Deswegen auch ein Fundament. Hat ihm ja auch ein Haus gekauft in Braunschweig. Ja.
Aber bei Fatal mit dem Alter, ne? Aber es sieht ja auch so aus, als würden hier, würde mit Yali verlängert werden, so wie die ja alle Beteiligten geredet haben. Und ich denke, ja. Ja, könnte sogar wirklich so sein, dass Dornbusch abgegeben wird, wenn Lennart Schulze Kökesum dann so. Obwohl, ja, also ich halte Dornbusch immer noch nicht als einen schlechten Torwart. Der hat einfach eine total schlechte Phase. Ich bin der Meinung, man sollte ihm so irgendwann mal eine zweite Chance geben. Weil so eine schlechte Phase, wie er hatte, war schon statistisch, man weiß ja die Regression in der Mitte, und es war in diesem Fall halt unterste Ende auch eine Pechsträhne dabei, und ich denke mal, das wird sich, also so schlecht, aber kann er nicht sein. Also Kevin sagt, stimmt auch, es kommt halt auch drauf an, wie teuer er im Unterhalt, also wie viel Gehalt er nimmt, das wissen wir halt nicht. Wenn er nicht sehr teuer ist, ja, finde ich auch nicht, dass man ihn irgendwie abgeben muss. Wenn er aber halt, er wurde halt als Nummer 1 geholt, wenn er irgendwie mit zu den Top-Verdienern gehören sollte, oder zu einfach viel verdienen sollte, dann wäre es sicherlich sinnvoll, ihn abzugeben. Aber wie gesagt, das wissen wir einfach nicht. Deswegen. Ich würde jetzt nicht Krokodilentränen weinen oder so, aber im Grunde finde ich, also wenn jemand kaufen möchte, gerne. aber wieder umsonst abgeben, in diese Situation, wo wir vielleicht noch einen Zweitliga-Torhüter vielleicht noch zwischen den Pfosten brauchen, diese oder nächste Saison. Weil, kommt auf die Lösung an, die man danach hat. Wenn man dann irgendwann einen anderen Torhüter holt, der besser ist als den wir jetzt haben, dann ist es sowieso wieder eine andere Situation, ne? Das so, kann man über gar kein, also kein Spieler ist ja eigentlich unverzichtbar eigentlich. Wenn du dir einen besseren holen kannst, dann sollte man das auch machen. Wer verzichtbar ist, ist Martin Kubilanski zurzeit. Wollen wir dann noch ganz kurz drüber reden und über Money vielleicht noch. Also wir brauchen das nicht ausschweifend behandeln. Ja, also ich fand, also erstmal erstaunlich, wie, wenn wir mal über Money reden, wie sehr Meier meinte, er ist mit Abstand unser bester Spieler, wenn er fit ist, hat er gesagt. Fand ich mit dieser, also wirklich diese nochmal die Betonung nicht einfach mal so dahergesagt, also so einfach rausgeredet, sondern wirklich überlegt und nochmal betont, fand ich das schon erstaunlich. Aber auch gut und ehrlich, und ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie schlimm ist, weil die Spieler sich da auf den Schlips getreten fühlen, weil ich meine, der hat Bundesliga gespielt auch schon und ist halt mit den körperlichen Voraussetzungen und so, kann er ein Unterschiedsspieler sein, was man ja auch schon immer gesagt hat, absolut. Finde ich jetzt nicht, aber finde ich in dieser Schärfe und dieser Stärke, wie er das betont hat, das fand ich ungewöhnlich. Aber und es ist wichtig zu betonen, dass er eigentlich die ganze Saison verletzt ist und nie richtig, zweieinhalb Spiele richtig fit gespielt hat. Im Kontrast dazu fand ich wieder stark, wie Feuermann gesagt hat, ja, wir sind dann irgendwie bei Abdullahi hängen geblieben, weil er alternativlos war. Da merkst du halt, so Rhetorik ist halt Daniel Meier ein bisschen besser. Ne? Ja, dass Peter Feuermann nicht unbedingt der Beste mit den Spielern irgendwie umgehen kann oder am besten mit den Spielern umgehen kann, das ist aus den Medien, dass da manche Spieler nicht gerade zufrieden sind, wie man als Mensch behandelt wird. Und das kann Marco Antwerpen und Christian Flüthmann können davon auch was sagen. Also das ist bestimmt nicht ganz in Ordnung. Aber ich finde es, also ich finde Daniel Meier, also ich glaube schon, dass also Manni braucht ja auch so einen Typen, so ein wie da, naja, der jemand, der halt an ihn glaubt und ihn auch stark redet und so, und ich glaube immer auch noch, dass Manni sehr viel Talent hat. Also ich habe nicht also meine drei Trikots, die ich mir diese Saison gekauft habe, waren Otto, Groß und Manni, und ich glaube bei allen drei, dass sie also Otto hat Potenzial, aber bei den zwei anderen glaube ich halt, dass sie Unterschiedsspieler sein können. Und gerade beim Manni, dass er halt sehr viel Potenzial hat. Also ich habe da noch niemand Hoffnung aufgegeben, aber die Frage ist halt, wird er jemals so fit werden? Und wird er und auch fit auf längeren Zeitraum, dass er dann auch seine Fitness aufbauen kann, und auch ob man dann auch so ein, ich glaube auch, dass er ein Spieler ist, der halt
bisschen ähnlich wie Kobylanski, der halt eine Mannschaft um sich braucht, die auch seine Eigenschaften dann auch irgendwie dann ja ausnutzt. Weil zum Beispiel die langen Bälle, die wir jetzt auf Prospect spielen, die haben wir teilweise auch versucht, auch Anfang der Saison auf Money zu spielen. Und da hat man zum Beispiel gesehen, in seinen Kopfballprozent oder so, die waren unterirdisch. Also, jemand in so einer Funktion auf jeden Fall kann dann zum Beispiel nicht spielen. Also, da muss man auch ein bisschen überlegen, wie möchte man die Mannschaft dann aufstellen, um die Stärken dann dieses Spielers dann auch zu entscheiden, zu Zeitung zu bringen. Ich fand da aber auch gut generell, was sie da gesagt haben. Er hat halt jetzt diese Verletzung, die er sich da im Hinspiel-Derby anscheinend nochmal geholt hat. Und da muss man einfach gucken, dranbleiben, an ihn glauben irgendwie und das Beste tun, dass er nochmal fit wird diese Saison. Und vielleicht kann er dann eben mit seinem Grundvoraussetzung, mit seinem Talent uns im Saisonendspurt nochmal helfen. Das glaube ich eben, wie du, da habe ich auch die Hoffnung nicht aufgegeben. Das glaube ich halt nach wie vor auch. Denn die Voraussetzung dafür körperlich und fußballerisch hat er. Man muss halt nur gucken, dass man die PS nochmal auf die Straße bringt, diese Saison da einfach das Beste geben und selbst wenn es nicht klappt, dann hat man einfach wirklich da auch sehr viel Pech gehabt. Also wenn es halt so ist, wie die beiden es dargestellt haben und ich wüsste jetzt nicht, warum man daran zweifeln sollte, dann, dass sie halt die mehrere Ärzte, gut, die Ärzte von Union haben sie auch gesagt, die würde ich jetzt dann, weiß nicht, ob man die da, aber die eigenen Ärzte und unabhängige Ärzte vor allem, dass die gesagt haben, na, das wird okay, die Saison, das sollte er schaffen. Und wenn man ihn dann verpflichtet, also wenn man die Aussage von Medizinern bekommen hat, dann ne, kann man, also finde ich nicht, dass man denen dann einen Vorwurf machen kann, dass man das hätte wissen müssen. Und Was selbst wenn das anderes hat. einkalkuliertes Risiko ist, ich kann halt auch immer Pech dann kommen, wie es vielleicht jetzt der Fall war. Also ja, das auch. Ja. Was ich noch zu Mandy sagen muss, was mir gerade eingefallen ist, wir hatten mal bei unserer Weihnachtsfeier Luis Samson als Gast, der jetzt ja bei Aue spielt. Und der hat damals zwar in der Abstiegssaison sowas von Abdullahi geschwärmt, wie der, also dass der überhaupt nicht vom Ball zu trennen sei, wenn der mal richtig gut drauf ist und wie körperstark und schnell der ist gleichzeitig und sowas. Und also hatte damals wohl schon einen Eindruck bei seinen Mitspielern gemacht. Und wenn er jetzt auch einen Eindruck bei seinen Trainern gemacht hat, denke ich, dass wir das einfach mal glauben sollten. Gut, ich würde sagen, damit machen wir einen Feierabend heute. Naja, ich habe eine Sache ist mir noch aufgefallen. Was hast du? Unabhängig, und zwar ist mir aufgefallen, dass bei dem Beitrag zu diesem Volta Soli-Fass auf der Kativa-Homepage gibt es ja, also eigentlich war es auch so, dass der Verein da die Matchwarn-Trikots zum 125-jährigen Jubiläum mit versteigern wollte. Jetzt ist es aber so, dass der Link, den die da hingestellt haben, durchgestrichen ist. Und wenn man auf den Link klickt, kommt 404, seid ihr nicht gefunden, es tut uns leid, diese gewünschte Seite existiert nicht oder nicht mehr. Weiß nicht, also vielleicht hätte man das zumindest mal kommunizieren sollen, wenn man das dann doch nicht mehr macht, so, weil finde ich irgendwie blöd, wenn man einfach die Latte dazu löscht, wenn das so ist. So sieht es zumindest für mich als Internetnutzer aus, wenn ich da draufklicke. Vielleicht ist das auch irgendwie anders, aber ich kann verstehen nach dem ganzen Hin und Her, wenn die da nicht ihre Trikots zur Verfügung stellen wollen für die Sache und so, bla, deren Angelegenheit, Ich will glaube, ich die jetzt haben nicht die darüber reden, finde ich. einfach Aber. rausgelöscht. Ich glaube, die haben die einfach nur gelöscht. Das haben die öfter schon mal gemacht bei irgendwelchen Okay. Aber Versteigerungen. weil die Links hier auch durchgestrichen ist, der Link auf der Seite, und das macht der, das passiert ja nicht automatisch, wenn die es löschen. Also sieht ja so, als wäre das manuell auf der Kativa-Seite gemacht. Ach, da unten, Ich genau. wollte, ja, ich wollte nur sagen, also wenn das dann so sein sollte, man kann dann zumindest einmal kommunizieren, dass man da dann irgendwie nicht mehr die Trikots zur Verfügung stellt. Das ist ja auch, was vorgeworfen wurde, irgendwie in diesem Flyer, irgendwie, dass man sich damit brüstet, wenn die Fans was für einen guten Zweck machen, aber andersrum dann, dass es dann nicht so läuft. Und das eigentlich würde man das ja bestätigen, wenn man wirklich versucht haben sollte, das einfach dann stillschweigend von der Seite zu löschen. Aber will ich jetzt auch nicht. Ist mir nur aufgefallen, das wäre jetzt die für mich naheliegendste Interpretation, heißt nicht, dass es so war. Aber wie gesagt, sowas zumindest dann mal offen kommunizieren, dass man sagt, jo, weil wir uns mit denen aktuell eben nicht so grün sind, wollen wir da einfach nicht, wäre vollkommen nachvollziehbar irgendwo. Naja. Kommunikation. Kommunikation Ja, Kommunikation, wird offene, hoffentlich ehrliche jetzt dran Kommunikation. gewerkelt. Aber vielleicht ist es auch falsch, vielleicht ist es einfach nur, dass sie wirklich die Seite gelöscht haben und also dann ist natürlich alles Mein normal. Interview ist auch gelöscht von der anderen Seite. Ja, aber wie gesagt, das ist ja ein Beitrag, der ist ja eigentlich erst ein paar Wochen alt. Ich habe jetzt vieles, also klar, viele alte Beiträge werden da immer gelöscht, ist mir auch schon aufgefallen, als ich Sachen gesucht habe. Zum Beispiel jetzt irgendwie zu so Eintracht hilft Sachen, die ich nochmal gesucht habe für was anderes, waren auch, aber das war einfach, glaube ich, wegen Alter, weil das schon das ein Jahr alt war. Aber wenn es einfach nur gelöscht wurde, wegen irgendwie, weil die alles löschen, dann ist natürlich nichts.
Ich war jetzt einfach nur, ist mir nur aufgefallen, hat sich vielleicht weiß das ja jemand und kann uns das mal mitteilen. Ja. Was da noch ist. Was wir uns auch mitteilen können, nächste Woche haben wir unsere 67. Folge und wir haben uns überlegt, mal wieder eine Top 5 zu machen. Wenn ihr Vorschläge habt, dann kommentiert das doch mal bitte unter den Twitter-Beitrag, wo die Folge veröffentlicht wird. Oder wenn ihr vielleicht bei Twitter seid und da nicht hört, dann irgendwo entweder bei Tobis Facebook-Gruppen, da wo er schon mal reinpostet drunter. Geht natürlich auch. Ich könnte euch jetzt auch eine E-Mail geben, aber da müsst ihr erstmal gucken, wie die E-Mail. Eintracht-lebenslang@web.de. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg, wenn ihr. Ja. Alle genannten Kommunikationswege sind natürlich okay, würde ich jetzt auch nochmal behaupten. Richtig. On your behalf. Also lasst uns gerne wissen, wenn ihr Ideen für den Top 5 habt. Wenn nicht, finden wir selber was, aber wenn ihr was habt, wäre es natürlich cooler. Höhere Interaktion. Call to Action, also. Ganz genau, Call to Action. Ja, dann beenden wir diese großartige Folge hier. Und das Wortspiel, wirklich. es ist ein ehrlicher Zweitliga-Podcast hier. Besser. Ich dann Toni das war eine ehrliche Zweitliga-Folge. Das ist auch ein schöner Folgetitel. Die ehrliche Zweitliga-Folge. Ja, das hatte ich mir auch gleich. Romy hatte das, glaube ich, irgendwo unter einem Tweet von mir kommentiert und das hatte ich mir gleich gescreenshottet, damit ich das als ehrlicher Zweitliga-Fußball, das werde ich jetzt in ehrliche Zweitliga-Folge umtexten. Das ist der Folgentitel. So. Ansonsten hören wir uns die nächste Woche wieder. Sonntag Daumen drücken, bleibt gesund. Wir haben es bald überstanden irgendwann. Hier im Vorreiter-Impfland Niedersachsen. Man kann eigentlich jeden Tag nur aufs Neue die Hände über den Kopf. An. Nein, du hast recht, sonst reg ich mich noch auf nach dieser harmonischen Folge. Nee, dann sage ich einfach Tschüss. 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 Auf gut.